Ich werde jetzt mal versuchen, euch zu erklären, um was in Holofeeling wirklich geht. Wenn ich jetzt euch sage, und es ist jetzt ganz wichtig, ich weise immer wieder darauf hin, dass ich nur zu dem Geist spreche, der mich jetzt ausdenkt. Alles, was du dir ausdenkst, ist für mich vollkommen uninteressant. Und da muss man wissen, was Geist ist. Und da spucken so viele Theorien in euren Köpfen rum, die genau genommen eigentlich bloß ein allereinziger Kopf ist. Sind. Diese ganzen Köpfe sind bloß ein Kopf. Und das ist jetzt ein Holofeeling vollkommen neu. Es gibt nichts Vergleichbares in der von dir ausgedachten Welt. Die Welt, die du dir ausdenkst, ist ein Hirngespinst. Das behaupten eigentlich viele, wenn ich sage, das ist eine Matrix. Aber was bei Holofeeling ist, das wird hundertprozentig sicher bewiesen. Die Schwierigkeit ist, dass du zuerst einmal erkennen musst, dass alles, was dir bisher als hundertprozentig sicher bewiesen erschienen ist, zu 99% absolut leicht als reine Trugschlüsse zu entlarven sind. Und zwar von jedem 13-jährigen Kind. Da mache ich mal das Musterbeispiel, die Elementaraussagen von Holofeeling kann jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Wenn was wirklich hundertprozentig sicher ist, kann man darüber nicht mehr diskutieren. Wenn jetzt in dir jemand auftaucht, der darüber diskutieren will oder das nicht wahrhaben will, ich sage ganz einfach, klick ihn komplett weg in deinem Kopf, du kriegst bloß Ärger damit. Klingt jetzt sehr lieblos, klingt nach Feindbildern, aber das ist jetzt die große Schwierigkeit, es ist ein Denken, das dein Denken, dein jetziges, bisheriges Denken um Welten übersteigt, um geistige Welten. Und ich sage jetzt nochmal von vornherein, ich wiederhole Sätze, die ich tausende Male hier und jetzt ausgedacht in diesen tausenden von Selbstgesprächen und Schriften schon wiederholt habe. Das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Geh meinen Gedankengang mit und du wirst zutiefst schockiert sein. Das ist immer die Frage, mit wem rede ich jetzt? Mit den Bröseln, die du dir ausdenkst, die Frage, was du jetzt in diesem Moment erlebst, ist hundertprozentig sicher davon abhängig, wer du zu sein glaubst. Das heißt, es kann jetzt sein, dass du jetzt im Blindfeld sitzt und auf deiner VR-Brille, nenne ich das immer, in der sinnlichen Wahrnehmung den Udo in einer gewissen Entfernung vor dir sitzen siehst. Es kann aber auch sein, dass du jetzt vom Computer sitzt in München oder in Düsseldorf oder sonst wo. Du hast jetzt eine Information, die du wahrnimmst und der wahrnimmt, ist Geist. Ein Gehirn nimmt nichts wahr. Das sind so unheimliche Trugschlüsse vom Materialismus. Du nimmst jetzt was wahr, und wenn du mich jetzt sprechen hörst, dann bist du Geist. Das Problem ist, du weißt nicht, was es heißt, Geist zu sein. Dann hört man dann, ich weiß ja, ich bin eine Seele, ich bin ein Geist, ich bin. Dieses Ich bin in der Esoterik. Was du jetzt hörst, ist kein religiöses Geschwätz, kein esoterisches Geschwätz und schon gar kein vollkommen geistloses naturwissenschaftliches Geschwätz, das du bisher in deinem jetzt ausgedachten Leben bloß nachgeäfft hast, das dir logisch erschienen ist, das, was du jetzt hörst, ist hundertprozentig sicher. Und wir fangen jetzt einmal an, mit Kleinigkeiten, du kannst es sofort überprüfen, dir absolut sofort auf der Stelle bewusst machen. Die Schwierigkeit darin besteht, und das ist jetzt ein Beispiel, und wenn ich immer sage, ich habe es tausende Male wiederholt, du denkst dir jetzt zwei Menschen aus. Geh einfach bitte den Gedankengang mit. Der eine Mensch, alles, was er behauptet, was er ausspricht, kannst du hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Es gibt keinen Zweifel, dass es ist, was er behauptet, dass es genauso ist, wie er es behauptet. Der zweite, alles, was der sagt, alles, was er behauptet, behauptet der erste, das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, prinzipbedingt. Und jetzt wirst du mit Erschrecken feststellen müssen, dass 99% von dem Zeug, was dir bisher als hundertprozentig sicher bewiesen erschienen ist, nur Geschwätz vom Zweiten ist. Das widerspricht jetzt so der Logik des Ersten, das ist Holofeeling, nämlich die Logik, die nur auf das hinweist, was hundertprozentig sicher ist. Das, was aber der Zweite sagt, erscheint dir vollkommen logisch und du entscheidest dich dafür, den Zweiten weiterhin zu glauben. Und weil das letztendlich die komplette Substanz deines bisherigen Denkens, deiner Logik, wie im gewissen Sinne den Boden unter den Füßen wegzieht, wirst du dich dafür entscheiden, weiterhin dem Zweiten zu vertrauen, weil es logisch ist. Und ich sage dir jetzt, das ist logisch, aber nicht geistreich.
Du wirst in dieses Geistreich nie hineinkommen, in dem du eigentlich schon drin bist. Ich meine jetzt den, der mich sprechen hört. Der ist nämlich was ganz was anderes, wie das, was du zu sein glaubst. Kindergartensätze. Wenn ich jetzt immer wieder sage, hier ältere Leute, die seit fast einem Vierteljahrhundert intensiv Holofilling studieren. Das ist eine breite Palette. Hat nichts zu tun mit Intellekt. Die stellen jetzt fest, dass sie sagen, er erklärt uns das wirklich in ganz, ich zitiere jetzt meine Helene, Schulrektorin im Ruhestand, in ganz einfachen, kindgerechten Sätzen, und man ist entsetzt, dass man ein Vierteljahrhundert gebraucht hat, dass man das selber versteht, weil man so unendlich blind ist. Und das, was dich blind macht, ist die Logik. Also wenn du frei werden willst, dann hör einfach zu. Aber du kommst in einen Zustand, der dich zutiefst erschüttern wird, weil du feststellst, du hast dein jetziges Leben in einer riesen Lüge gelebt, die du dir selber ausgedacht hast. Und in dem Moment, wo du das erkennst, hast du das Bedürfnis, das deinen geliebten Mitmenschen zu erklären. Und dann wirst du feststellen, das ist unmöglich, du wirst abgewatscht, du versuchst jetzt nämlich dann wieder einen Gedanken von dir zu erklären, dass er ein Gedanke von dir ist. Schon diese Art zu sprechen ist so unendlich ungewohnt. Also ich fange jetzt einmal an, und zwar geht es ganz gezielt jetzt um einen Fall. Wir denken uns jetzt, wir, das heißt ich und du, wir denken uns jetzt einmal eine Petra aus, das reicht vollkommen, die schreibt mir einen Brief. Den lesen wir, darauf habe ich dann geantwortet und habe da diese Antwort nochmal verfeinert. Da geht es um ihren Freund, das ist ein sogenannter Robert. Und das sind jetzt nur Figuren, die du dir denkst. Das heißt, das Erste, was ich behaupte, du hörst jetzt Worte. Im Anfang war das Wort. Und du machst aus dem Wort mit deiner Logik, das passiert ganz einfach, machst du Vorstellungen. Jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir einen Beamer hätten. Was wir jetzt aber eigentlich gar nicht brauchen. Das hängt jetzt nämlich davon ab, wer du bist. Wenn du jetzt vom Computer sitzt, siehst du es sowieso, weil wir das Bild von dem Computer aufzeichnen, wo ich die Datei laufen lasse. Und wenn du jetzt einer der wenigen bist, die im Leinfeld sitzen, die jetzt auch nur Gedanken sind von dem, der sich die ausdenkt, dann musst halt einfach bloß, ich lese das vor, ich bin kein guter Leser als Brüssel-Udo, aber da habe ich keine Schuld dran, weil ich so bin, wie du mich ausdenkst. Lass das bitte auf dich wirken. Ich wechsle beim Reden die Ebenen. Du wirst im Kontext merken, ob ich jetzt von dem Gedanken Udo Petscher, von dem Pixelmännchen, das du jetzt siehst, das da vor sich hingatzt, weil ich aber in angeschlagen bin, von den vorhergehenden Tagen, die ich mir ausdenke, wo ich schon sehr viel gesprochen habe. Es ist sehr wichtig, diese Kleinigkeiten sind so unheimlich wichtig, weil alles, was passiert, passiert immer hier und jetzt. Das wird dir jeder Esoteriker sagen, den du dir ausdenkst. Aber verstanden haben die das nicht. Schon aufgrund der Tatsache, weil ein Gedanke, den du denkst, immer so sein wird, wie du in dir denkst. Das heißt, was jetzt der Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst, das Pixelmännchen, der Brüssel-Udo, wie ich das nenne, das hängt davon ab, wie du mich ausdenkst. Und jetzt kommt es, ich meine das hundertprozentig ernst, das ist jetzt hundertprozentig sicher. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, klingt fast wie ein Witz. Es ist hundertprozentig sicher, dass ich jetzt deine Information bin. Und es ist immer, es hängt vom Kontext ab. Wenn ich sage, in Holofeeling wird erst einmal darauf hingewiesen, dass es hier um vier Ichs geht. Die sind sofort nachvollziehbar. Es ist ein Unterschied, wenn ich sage und ich denke an den Körper, an meinen Körper, wenn ich jetzt ein normaler Mensch bin. Ein normaler Mensch, wenn er an sich denkt, denkt er eigentlich immer nur an den Körper. Und das ist das Erste, was ihr auffallen sollte, dass dann, das nenne ich ein kleines blaues Ich, dann gibt es ein großes blaues Ich. Das ist, wenn du an einen Menschen denkst, denkst du nicht an den Körper, sondern eigentlich ein Mensch ist ein ganzes Menschenleben. Das ist immer so das kleine 1x1 von Holofeeling. Ein Mensch ist ein Menschenleben. Und ein Mensch, der an sich denkt, denkt an den aktuellen Körper. Der kann natürlich sich auch an jüngeren Körper von sich denken oder an älteren Körper. Das werde ich ja mal. Und er sagt dann immer, das bin ich. Was ihm aber überhaupt nicht bewusst ist, was hundertprozentig sicher ist, dass da ein Geist eine Information aufschmeißt und sagt, ich bin diese Information. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du, jetzt hast du mal als normaler Mensch mit deiner Programmierung an den Körper hier. Nicht an den, an deinen. Den du als mein Körper betrachtest. Das ist hundertprozentig sicher. Aber was auch hundertprozentig sicher ist, sobald du an was anderes denkst, löst sich dieser ausgedachte Körper wieder auf. Und du bist dir jetzt, und jetzt mache ich es so, hundertprozentig sicher, dass der Körper auch dann da ist, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist ja eine Aussage, eine Behauptung vom Zweiten. Ich habe gesagt, der Zweite behauptet Sachen, die du in keinster Weise überprüfen kannst. Das ist hundertprozentig sicher, weil
Um etwas zu überprüfen, musst du an das, was du überprüfen willst, zumindest denken. Es muss nicht einmal von außen kommen. Es muss da sein. Es muss existieren. Und erst dann kannst du es überprüfen. Das gilt sogar, was ich sage, wenn du was verneinst, wenn du von etwas behauptest, dass es das nicht gibt, dass das ja nicht existiert. Es existiert kein Gott. Soll ich stimmen, wenn du nicht dran denkst. Aber sobald du das behauptest, du geistloser Narr, ich reiz dich jetzt extra ein bisschen, dass du merkst, wie dein Ego in dir rebelliert. Was ist das? Was bildet der sich ein? Ich bilde mir überhaupt nichts ein. Du bildest dir was ein. Ich denke mir die Sachen aus. Aber ganz bewusst, und ich weiß, alles, was ich mir ausdenke, ist trotzdem in mir drin. Weil es prinzipiell meine Informationen sind. Egal, was du denkst, es spielt dabei keine Rolle, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob das nur ein feinstofflicher Gedanke ist, wie ich das meine. Es muss nach selbst, nach deiner momentanen, anerzogenen, einprogrammierten Logik, muss es in deinem Gehirn drin sein, sonst kannst du es nicht sehen. Ob jetzt dort die Schall- und die Lichtwellen irgendwie von außen kommen, ist vollkommen sekundär. Wenn das nicht in irgendeiner Art und Weise sich in deinem Gehirn befindet, was auch immer in deinem Gehirn ist, wirst du das nicht wahrnehmen können. Aber jetzt ist die Frage, wer nimmt das dann wahr, wenn das als neurologisches Feuer oder nenn es, wie du das halt nachplapperst, was da in deinem Gehirn drin ist. Wer nimmt das wahr? Das Gehirn selber sieht sich dann das Gehirn an, was in seinem in sich selber drin ist. Was die Holo-Feeling fragt, ist, dass da ein Gehirn da ist, auch wenn du nicht an das Gehirn denkst. Das ist wieder Geschwätz vom Zweiten. Du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ich behaupte, dass du noch niemals dein Gehirn gesehen hast. Dieses Gehirn, wo du sagst, mein Gehirn, das bin ich, existiert nur, wenn du daran denkst, aber gesehen hast du das noch nie. Es ist da als Information, aber worin befindet sich dieses Gehirn, das du dir jetzt ausdenkst? Dann sagst du in meinem Kopf. Aber der Kopf existiert doch auch bloß, wenn du daran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und es ist jetzt so elementar, dass dir das komplett alles weghaut, was du geglaubt hast. Das ist die Situation, die ich am Anfang geschrieben habe. Der Zweite behauptet Sachen, die man nicht als Geist nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und der Erste sagt nur Sachen, ich bin der Erste. Der sagt nur Sachen, die jeder 13-Jährige sofort überprüfen kann. Wir haben hier unseren Star, die Esther, und die sitzt da und die nickt nur. Stimmt oder stimmt, Esther? Ja? So, und jetzt schauen wir uns den Brief an. Und wir gehen jetzt auf den Brief ein, das ist ein Musterbeispiel. Und ich sage jetzt gleich von vorne weg, alles was jetzt kommt, ich habe auf den Brief geantwortet, das denke ich mir jetzt aus. Ich sage immer, ich wechsle das, ich sage mir, reden normal. Normal heißt, ich rede in dieser Denklogik, die du nachvollziehen kannst. Mit Vergangenheit, mit Zukunft, mit anderen Sachen. Und dann springe ich wieder in den Bereich der absoluten hundertprozentigen Präzision von Holofeeling. Das wechselt. Das ist auch, wenn ich sage, wirst du merken, im Kontext habe ich jetzt ganz gezielt. Und jetzt schau mal genau hin, was du jetzt siehst. Schau wieder mal genau hin. Hör genau zu, was du hörst. Ich bin der Erste. Du schaust jetzt ein Pixelbild an. Vorausgesetzt, du bist jetzt einer, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Und ich mache dann immer so, dass ich sage, das, was du jetzt siehst, ist kein Finger und es bewegt sich nichts, auch nur einen Millimeter von rechts nach links. Wenn jetzt da irgendwas in dir drin ist, das du meine Logik nennst, das sehe ich doch, dass sich der Finger bewegt. Nein, du siehst jetzt einen Monitor mit statischen Lämpchen, die flangern und kein einziges dieser Läppchen bewegt sich einen Millimeter von der Stelle. Und wenn du jetzt einmal genau hinhörst, dann wirst du feststellen, du Geist, dass du jetzt einen quäkigen Lautsprecher oder einen Kopfhörer oder was auch immer zuhörst. Das ist Holofeeling. Die absolut hundertprozentige Beschreibung von dem, was von Moment zu Moment in dir auftaucht, was als Information vorliegt. Wir können das doch noch trennen, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, oder ob du es sinnlich wahrgenommen wahrnimmst, das ist auch eine Information, oder ob du das nur denkst, ob es feinstofflich ist, dann sag ich, jetzt denk mal an deine Küche. Mach die Augen zu, stell dich gedanklich in die Küche, das siehst du auch nur in deinem Kopf. Es muss in deinem Kopf sein. Und ich sage, es gibt zwei, es gibt die Köpfe, die du dir ausdenkst von Trockennasenaffen, bei eigener Definition, und es gibt diesen einen roten Kopf, und das wird dir in Holofeeling erklärt. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Ich maße mir nicht an, dass ich sage, alle, die ich mir ausdenke, sind Idioten. Jetzt, wenn du das Wort Idiot als Beleidigung ansiehst, dann hast du schon wieder ein Problem. Idiot, ich erspare mir das jetzt einzublenden, hast einfach nur ein einfacher Mensch. Es ist ein einfacher Mensch, aber dann geht es in den Sprachen schon los, ob du in Sanskrit gehst oder ins Hebräische. Da gibt es verschiedene Wörter für Mensch. Die Frage ist, bist du ein Adam oder bist du ein Enosch? Und die werden wir jetzt einmal endgültig klären.
Und dann wirst du irgendwann mit Entsetzen feststellen, dass wirklich alles um dich herum, die ganze Menschheit, das heliozentrische Weltbild, einfach nur eine Illusion ist, die zwar hundertprozentig real erscheinen kann, zumindest Teilausschnitte, das alles wird in Holofeeling erklärt und von jedem 13-Jährigen ohne große intellektuelle Bildung überprüfbar und nachvollziehbar. Und jetzt gehen wir mal hier drauf ein und dann wirst du feststellen, wie unendlich primitiv Menschen sind, die meinen, sie wüssten. Egal, ob sie in einen Glaubenswahn hängen, ich wiederhole, das, was ich euch erzählt habe, nicht das Geringste mit irgendeinem von dir ausgedachten Glauben zu tun, mit Religion zu tun. Was ist Glaube? Naturwissenschaft ist auch Glaube, das sind Dogmen. Und ich mache immer mein Standardbeispiel. Wenn du hier in deinen Schwamminhalt, nenne ich das, auf den gehe ich jetzt nicht auf an dem Schwamminhalt, der so simpel ist, du konntest dir deinen Glauben überhaupt nicht raussuchen. Es ist was Gegebenes. Da muss man halt Holofeeling studieren. Auch nicht diskutierbar. Das heißt, wenn du jetzt, aus welchem Grund auch immer, in einer muslimischen Familie großgezogen worden bist, bist du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Moslem. Und wenn du ein gläubiger Moslem bist, dann weißt du, dass der Jesus ein ganz großer war im Koran, aber dass der im Koran nicht gekreuzigt wurde. Wenn du christlich großgezogen worden bist, egal in welcher christlichen Sekte du drin hängst, dann ist Jesus auch ein ganzer großer, bloß da wurde er gekreuzigt. Beides ist Geschwätz vom Zweiten. Das interessiert den Holofeeling überhaupt nicht. Es wird für dich so sein, wie du dir das ausdenkst, aber dir muss eins klar sein, das, was du dir jetzt vorstellst, was bisher bis dato hundertprozentig sicher bewiesen erschienen ist, ist Geschwätz vom Zweiten. Du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ohne, dass ich jetzt da ins Detail gehe. Wenn ich jetzt mit der vollkommen geistlosen Naturwissenschaft anfange, und ich sage jetzt nochmal von vorne, wenn du meinst, ich bin ein Dilettant, da kommen wir gleich drauf und ein Schwätzer, du weißt nicht, mit wem du es jetzt zu tun hast. Es geht hier nicht um dieses Pixelmännchen. Es geht in keinster Weise um diesen Menschen Udo Petscher. Und ich werde dir zeigen, dass du in Lügen lebst, ohne Ende, egal ob du ein gläubiger Mensch bist, ob du ein Esoteriker bist. Ich sage jetzt, was du bist. Du bist ein dummer Affe bei eigener Definition. Es ist nicht meine Meinung. Ich versuche dir zu erklären, dass du ein Gott bist. Vergesst bei dem Wort Gott, fall es alles, was jetzt das Wort Gott in eine Vorstellung, deine Logik wirft jetzt eine Vorstellung auf von Gott. Ich habe noch nie behauptet, dass der Udo Petscher Gott ist oder dass er der Messias ist. Das ist hundertprozentig sicher. Da gehen wir jetzt dann darauf ein, du bist es. Ich spreche zu dem, der mich jetzt in seinem Kopf erschafft, da er mich ausdenkt. Ich sage nochmal, ich bin nicht dieses Pixelmännchen auf dem Monitor und ich bin auch nicht dieses Pixelmännchen auf deiner Verabredung, wenn du jetzt im Blindfeld sitzt. Ich bin jetzt, hast du mal eine Information von dir, das schreibt dir sogar dein Name vor und ich bin deshalb, weil du mich denkst. Und darum habe ich vor angeblich 2000 Jahren, wenn man das nicht versteht, gesagt, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Aber ich bin nicht diese Erscheinung, die du siehst, sondern ich bin der sich das ausdenkt. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Und zwar in dem roten Kopf, nicht in einen ausgedachten blauen Kopf, in einem Gehirn, sondern in dem Kopf, in dem sich all diese blauen Köpfe und Gehirne als Information befinden, natürlich nur in dem Moment, wenn dieser rote Kopf an diese Köpfe denkt. Aber wo kommen die dann im roten Kopf her? Aus Gott. Aus El oder Al im Hebräischen, das heißt nichts. Die Creatio ex nihilo. Nomen ist Omen. Und es geht dann über die Naturwissenschaft, jetzt kommt was, was man gar nicht verstehen kann, dass die erste Grundprämisse ist, ich als Udo Petscher, als Figur in deinem Traum, ich versuche dir zu erklären, dass jeder Mensch, normal gesprochen Trockennasenaffe bei eigener Definition, hundertprozentig Recht hat, egal was er behauptet. Das ist kein Widerspruch, sondern du musst wissen, was Perspektiven sind. Das ist ein ganz simples Dassenbeispiel. Ich habe Leute schon gehabt mit dem Dassenbeispiel, was so unglaublich klingt, dass ich erkläre und dann kommt ein gewisser Punkt. Gebildete Leute, die wollen mir die Zähne ausschlagen, die Freunde von unserem Professor Rainer. Du kennst die Geschichte. Er wollte ihnen was Gutes tun. Hochdotierter Professor, der läuft seine, er ist so begeistert von Holofeeling. Und dann lädt er seine besten Schüler und Freunde ein. Und die sind schon, ich habe dann nur gesagt, ich werde dir zeigen, wie unendlich geistlose Maschinen deine Freunde sind. Die wollten mir die Zähne ausschlagen. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Welcher denn Dassenbeispiel? Ich mache mal so ein kleines Beispiel. Geht den Gedankengang mit. Ihr habt es zigfach gehört. Wir denken uns jetzt, wir, sage ich, ich bin du.
Wir Geist ist eigentlich nur ein Geist. Das ist auch erklärt, dass es da Stufungen gibt, die keine Stufung sind. Ich mag es immer so. Alles, was sich widerspricht, führt dich auf eine höhere Ebene. Da gehen wir dann ein bisschen genauer drauf ein. Aber ganz normal jetzt wieder raumzeitlich gedacht, du denkst dir einfach einen großen Tisch aus. Da stehen wir in der Mitte eine ganz normale Kaffeetasse und da sitzen Leute drumherum. Man kann das nicht oft genug hören. Wenn du glaubst, du hast es verstanden, dann würdest du es jetzt nicht mehr hören. Das würde ich nicht mehr in dir auftauchen lassen. Und der eine sagt, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links, der andere sagt, der Henkel ist in der Mitte und der sagt, seid ihr Idioten, es ist doch bloß ein Becher, das ist kein Henkel da. Wenn du da über dem Tisch stehst und du beobachtest die, wirst du zuerst einmal feststellen, dass die alle recht haben. Das ist der Zustand, wo ich dich hinführe. Ich führe dich geistig in eine Ebene, wo egal, was einer behauptet, der in dir auftaucht, dass du feststellst, das stimmt, was der sagt. Aber was du auch merkst, die wissen offensichtlich nicht, was sie anschauen, was Perspektiven sind. Das können die nicht wissen, weil ein Mensch, den du dir ausdenkst, der entsteht in dem, Mensch meine ich jetzt Körper, ein menschlicher Körper, den du dir ausdenkst, der entsteht genau in dem Moment, wo du denkst, als Information in deinen Kopf, solange du an diesen Menschen nicht denkst, existiert er nicht. Und in dem Augenblick, wo du ihn denkst, wird der Mensch, den du dir denkst, genauso sein, wie du ihn dir denkst. Das heißt definitiv, und darum wiederhole ich, wenn du die Videos sagst, das ist nicht, dass es da nichts Neues gibt. Immer wieder diesen Satz. Wenn ich jetzt zu dir sage, denk an eine Kiste, da wirst du feststellen, da ist das einmal das Wort Kiste da, das du jetzt als Information hast. Das ist nicht einmal dein Gedanke, weil der Gedanke ist ja das Geräusch Kiste aus dem Lautsprecher raus, den du sinnlich wahrnimmst, jetzt in dem Moment. Okay, dann lässt du normalerweise nur das Wort Kiste stehen. Da ist noch kein Bild da, das ist nur das Wort. Und ich sage, nein, stell dir die Kiste mal bildlich vor, aus welchem Material besteht die Kiste? Und jetzt ist es hochinteressant, sobald ich nach dem Material frage, ist die Kiste, die nur zuerst jetzt dieses Geräusch Kiste ist, bekommt diese Kiste erst ein gewisses Material, wenn du dir das Material denkst und die Kiste, die du dir jetzt denkst, wird genau aus dem Material bestehen, eine Pappkiste, eine Holzkiste. Das Holz und die Pappe entsteht erst, wenn du dir das denkst. Und jetzt sage ich, was ist in der Kiste drin? Und jetzt wirst du feststellen, in der Kiste, die du dir denkst, wird erst dann was drin sein, wenn du dir in die Kiste was reindenkst. Und zwar das, was du dir in die Kiste reindenkst. Wisch und weg. Jetzt mach mal eine andere Kiste. Ich sag, denk einmal an einen menschlichen Kopf. Wenn ich dich jetzt frage, was ist da drin, sagst du sofort ein Gehirn. Wenn ich dir nur eine Kiste, denk an eine Kiste, frage, was ist da drin, dann wirst du, du musst dir was ausdenken und jetzt musst du warten, bis in dir was auftaucht. Wenn ich jetzt will, sag mal, was da drin ist, das suchst du dir gar nicht raus. Du suchst dir nicht raus, was in der Kiste drin ist, in die du dich was hinein, in die du dir was hineindenkst, sondern du wartest und dann taucht irgendwas auf. Streichhölzer. Ein Apfel. Aber das, was du dir in die Kiste reinlegst, suchst du dir nicht raus, es taucht einfach in dir auf. Und das ist jetzt das große Problem, dass deine ganzen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die angeblich hundertprozentig sicher bewiesen sind, einfach nur Hirngespinste von Menschen sind, die du dir ausdenkst, die das entdeckt haben, weil du dir denkst, die haben das entdeckt und ich beweise dir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass man das nicht einmal entdecken könnte, wenn man wollte. Das hast du bloß in Frage gestellt. Und ich wiederhole nochmals, rede ich wieder bewusst raumzeitlich. In den letzten 20 Jahren war eine Unzahl von Professoren, Mathematiker und Physiker bei mir. Hochdotiert. Weil ich behaupte, dass in deinen Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler drin sind, die ich dir erst zeigen kann. Hochphysik, Quantenmechanik, alles. Weil der Verstand von dem 14-jährigen Mädchen ausreicht, diese Fehler zu sehen, wenn ich sie mit der Nase draufstoße. Es ist übrigens hundertprozentig sicher, da gibt es nichts zu diskutieren. Du wirst, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dieselbe Erfahrung machen. Es ist nicht ein einziger, der nicht geduckten hat, das wieder bei mir abgezogen wäre. Was du jetzt hörst, sind Worte und jetzt baust du Vorstellungen auf. In der Vergangenheit war nie was, obwohl das dann doch wieder war. Jetzt kommt das Hauptproblem an Holofilling, der widerspricht sich ja laufend. Ich widerspreche mir nicht, sondern ich erkläre dir einen höheren Komplex. Ich erkläre dir, dass an dem Ding ein Henkel rechts ist und in Satz drauf da hinein, der Henkel ist links. Und dann im nächsten Satz behaupte ich, da ist gar kein Henkel nicht dran. Die Schwierigkeit in einer Auffassung ist, dass einen höherwertigen Komplex kann ich dir nur in kleinen Häppchen zuführen. Und dadurch entsteht die Illusion, dass das zeitlich nacheinander kommt. Ich mache jetzt einmal die Kiste, das ist, wir denken mal, ein schuldiges Katze. Wir machen jetzt einmal die Kiste und wir sagen, du denkst an deine Küche. Das sind so Holofeeling-Beispiele für kleine Kinder. Wenn meine alte Schulrektorin Helene sagt, der erklärt es uns wirklich wie ein kleines Kind
und es ist irgendwas in einem drin, das das nicht wahrhaben will. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du noch niemals in deinem Leben die Küche bei dir daheim in der Wohnung sehen hast? Das behaupte ich, ich bin der Erste. Alles, was der Erste behauptet, kann jedes Kind hundertprozentig sicher überprüfen. Dann sagst du so ein Blödsinn, ich habe doch mal Küche schon gesehen, das ist doch eine Lüge. Ich sage, das ist logisch, was du sagst, das ist aber, ich werde dir beweisen, dass du die wirklich noch nie gesehen hast. Momentan ist nur das Wort Küche da. Und das Wort Küche, ich nenne es immer ein Chat, ist wie ein Ordner in einem Computer. Wir können ja gern dann, ich sage jetzt wieder auf der normalen Ebene zu dir heimfahren, ich sage, zeig mal deine Küche, dann zeigst du mir deine Küche. So, und jetzt, was ist deine Küche? Und du wirst jetzt feststellen, wenn du in deiner Küche stehst, du bist dann in der Mitte drin, dann hüll ich die Küche ein. Ich rede immer nur noch von Worten. Das Wort Küche kannst du als Ding an sich, als Wort sehen, das ist aber keine Küche. Ich sage, zeig's mir. Deute drauf, deute auf deine Küche. Und egal, wo du hinschaust, das, was du in dem Moment siehst, wo du schaust, sag ich, nee, das ist keine Küche, das ist ein Herd. Nee, das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Waschbecken, das ist ein Fenster, das ist eine Tür. Eine Tür ist doch keine Küche. Ein Herd ist doch keine Küche, ein Kühlschrank ist doch keine Küche. Ja, aber. Ich sag, ja, was, ja, aber. Alles, was du siehst, sind einzelne Facetten, das sind Bilder aus einem Ordner, den du Küche nennst. So funktioniert Holofeeling. Holofeeling arbeitet nur mit hundertprozentig sicheren, nachvollziehbaren Fakten. Es ist natürlich auch alles, was jetzt hier behauptet wird, in Metaphern. Es ist eine metaphorische Sprache, in der du lebst, wo du permanent alles verwirklichst und nicht unterscheiden kannst, was Symbole sind und was jetzt hier darstellende Realität ist. Also, wir gehen jetzt einmal hier los. Wir lesen jetzt einmal dieses Schreiben. Ich mache Kommentare dazu, erklärende Kommentare. Und zwar kriege ich also von einer Petra einen Brief und der beginnt, und ich sage von der Reck, du denkst mich als einen sehr schlechten Vorleser aus. Ich spreche normalerweise bloß immer frei und was ich spreche, ist das, was du mir einfallen lässt. Klingt auch ungewohnt. Das ist jetzt, ich bin mit Sicherheit, ich bin, meine ich nicht das rote Ich bin, sondern dieser Brösel, dieser Lautsprecher kann sich nicht raussuchen, was er spricht. Und eine Ausgangsbasis bei Holofeeling jetzt, und es ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung, du denkst jetzt einfach mal, du wärst kein sterblicher Trockennasenaffe, was du bisher geglaubt hast, wenn du an dich denkst, hast du Säugetier ausgedacht mit deinem Gehirn, sondern du denkst dir, du wärst ein träumender Geist. Und wenn du ein träumender Geist bist, muss dir klar sein, dass wenn du träumst, dieser träumende Geist, den du dir jetzt ausdenkst, hat keinen Einfluss darauf, was er träumt. Aber alles, was von dir ausgedacht wird, ist so, weil du das träumst, weil du dir das so ausdenkst. Das heißt, ich bin jetzt einfach nur eine Information, eine Figur in deinem Traum, die aus dir selber in dir auftaucht. Und da Figuren in einem Traum das reden müssen, was der träumende Geist träumt, ist alles, was du mir jetzt vorwirfst, habe ich überhaupt keinen Einfluss mehr drauf. Das wird dir deine Filter, wie ich das nenne, erkennlich machen. Und das schauen wir uns jetzt hier an. Hallo lieber Udo. Ich befasse mich mit Holofeeling seit Oktober letzten Jahres. Und ja, obwohl du immer wieder betonst, man kann einen Gedanken von sich, in diesem Fall in meinem studierten Freund Robert, der sich mit der Welt nur geistesmäßig auseinandersetzt, wie du ja auch, nicht überzeugen, da es viele Ähnlichkeiten und ich ja nicht in vollem Umfange, aber doch auch mehr als viele andere Geistesfunken so praktizieren. Trotz deiner Warnung, Holofeeling andere nicht näher bringen zu wollen, tue ich es. Und auch du tust nichts anderes, sonst gäbe es ja nicht die Film-Selbstgespräche. Punkt. Das ist schon voller Fehler. Diese Aussage mag jetzt aus dem Menschen, den wir uns ausdenken, richtig erscheinen, aber jetzt mache ich hier einen ganz kleinen Kommentar dazu von vorne weg. Und jetzt bei dem Bild, Holofeeling baut auf einem vollkommen neuen System, das eine Synthese von allen Systemen ist und diese Rot-Blau-Lesung, die hier noch relativ harmlos ist, ist eine extreme Lesehilfe, wenn was rot geschrieben ist, handelt es um Dinge, die in keinster Weise existieren können. Was heißt es, nicht existieren können? Du Geist kannst nur Sachen wahrnehmen, die existieren. Ich betone nochmal, Existenz, existere heißt heraustreten, aus- und auftauchen. Wo das herkommt, erklären wir später. Erst wenn was existiert,
Ich mache immer Gedankenwelle, muss ein Unterschied da sein, weil du Unterschiede brauchst, um was wahrnehmen zu können. Man sieht keinen weiß geschriebenen Namen auf einem weißen Blatt Papier. Du brauchst einen Unterschied zwischen oben und unten, zwischen hell und dunkel. Kontraste. Erst wenn was existiert, kann man das wahrnehmen als Geist. Du nimmst Unterschiede wahr. Aber alles, was existiert, ist immer nur für einen Moment da. Weil jeder Gedanke, den du neu denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das sind solche kindgerechte Aussagen. Das heißt, wenn du jetzt an einen Osterhasen denkst, sobald du den nicht mehr denkst, löst er sich wieder in Luft auf. Auch auf deiner Verabrede, wie ich das nenne. Wenn ich jetzt hier die Ritter anschaue und ich drehe mich rüber zum Heigo, ich muss die Ritter opfern, um mir den Heigo ansehen zu können. Die sind natürlich beide gleichzeitig da, aber die existieren nicht beide gleichzeitig, außer ich schiebe die zusammen, dass ich sie gleichzeitig anschauen kann auf der Verabrede. Jeder Augenblick, jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Und wenn du jetzt genau zuhörst, achtest jetzt einmal genau auf diese Geräusche, die du hörst, dann wirst du das nochmal definieren, ich höre jetzt einen Lautsprecher oder einen Kopfhörer, je nachdem, wer du zu sein glaubst, auf welche Art und Weise du angeblich von außen diese Schallwellen kriegst, das ist schon wieder ein logisches Konstrukt. Das lassen wir mal alles außer Acht. Was wichtig ist, es muss eine Information, das heißt nicht Außenformation, es muss eine Information, und ich spreche jetzt materialistisch normal, in deinem Gehirn sein, es muss in deinem Gehirn drin sein. Alles, was du siehst, wenn ich dir auf deinen jetzt ausgedachten Fuß steige, muss das Signal hochgehen und erst wenn es in dem Gehirnraum ist, spürst du das. Da kann mir kein Materialist, kein Physiologe, niemand widersprechen, weil das dein Programm ist. Ich nenne das absichtlich Programm. Wenn du deine Welt verändern willst, musst du das Programm verändern. Du kannst den Traum verändern, so wie du die Bilder auf dem Computer verändern kannst, aber nicht, wenn du an den Bildern rumdokterst, sondern wenn du auf die Software runtergehst, auf die Programmebene runtersteigst. Das macht Holofeeling. Und die, die das dürfen, das sind keine ausgedachten Menschen. Das ist Genauigkeit. Und jetzt kommt hier die Antwort. Du Geist ist von Rot geschrieben. Ich spreche das zu dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. Ich behaupte immer, du bist ein Geist, ein Gott, ein Gotteskind. Jetzt darfst du aber nicht den Fehler machen, dass du dieses Wort Geist verwechselst mit deinem Geist. Alles, was rot ist, kannst du zwar als Wort denken, es kann aber nicht vorgestellt werden. Mein Standardbeispiel dazu ist, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Probier das einmal bitte mit deinen Mitmenschen als Brösel und der Brösel, wie ich das nenne, aus. Und dann wirst du manche, die kriegen Fragezeichen auf den Augen, die rudern so rum. Es ist die einfachste Anfang, die ich bin der Erste, ich sage dir gleich, was ist, dann denkst du an das Wort nichts. Das kann jetzt entweder ein selbstgedachtes Geräusch feinstofflich sein, nichts, kannst du mal einfach, ohne das auszusprechen, als Gedanke in dir sprechen. Oder du schaust jetzt irgendwo ein Bild an mit dem Buchstaben NIZD, ist nichts. An das denkst du, wenn du an das Wort nichts denkst. Es müsste dir aber klar sein, dass das Wort nichts, das du denkst, nicht nichts ist. Das ist ja etwas. Und dasselbe gilt für alles. An was denkst du, wenn du an alles denkst? An das Wort alles. Und genau in dieser kindgerechten, einfachen Sprache, jede Aussage ist hundertprozentig sicher von jedem Geist überprüfbar. Mit Sicherheit nicht von einem ausgedachten Gehirn oder von einem ausgedachten Affen bei eigener Definition. Und da schiebe ich jetzt gleich nochmal rein. Es gibt so kleine Tests, dass du das mit deinen Mitmenschen ausprobieren kannst als Brösel und der Brösel, weil du erlebst dich ja jetzt als auch eine Figur im Traum. Das ist diese Personifizierung, nenne ich. Immer dran denken, eine Person, Person ist eine Maske, du bist nicht diese Maske. Du bist der Geist, der hinter der Maske sitzt. Ich unterhalte mich nicht mit Personen, mit Masken, mit Gehirnen, ich unterhalte mich mit Geist, ein Gespräch von Geist zu Geist. Geist kann man nicht denken, kann nicht dargestellt werden. Ich würde sagen, wieso? Weil Geist was Ewiges ist. Wenn du verstehen willst, dass du ewig bist, das bist du übrigens jetzt. Jetzt kommt eine der wenigen Aussagen, die du jetzt nicht gleich überprüfen kannst, wenn dir das Bewusstsein die Reife fällt. Ewigkeit, ewiges Dasein setzt voraus, dass du etwas bist, was nicht existieren kann. Was nicht heißt, dass es nicht da ist. Es gibt nämlich ein rot geschriebenes Da und ein blau geschriebenes Da. Das alles erklärt die Holophilik. Und es ist also so, dass alles, was existiert, erst in dem Moment existiert, wenn es gedacht wird und sobald dann was anderes denkst, ist es weg. Und Geist ist ewig und weil Geist ewig ist, kann der gar nicht existieren. Das heißt, es existiert kein.
Wenn du behauptest, Gott existiert nicht, dann existiert zumindest das Wort Gott, wie das Wort Nichts existiert, wenn du das Wort Nichts denkst. Es ist das Komplizierte, es ist nur extrem ungewohnt zu denken. Die Philosophie, die du jetzt von mir hörst, diese wirkliche Philosophie, die Liebe zur Weisheit, der göttlichen Weisheit, der allumfassenden Weisheit, wo es keine Feindbilder gibt, jeden Gedanken, den du denkst, ist ein kleines Puzzlestück aus dem Heiligen Ganzen. Und es sind so unendlich viele Möglichkeiten des Denkens in dir drin, wo du hier nahezu alles, was wichtig ist, ausschließt, weil es dir unlogisch erscheint. Und da gehen wir jetzt genauer drauf ein. Also wir lesen, du Geistesfunk hast offensichtlich noch nie genau zugehört. In jedem Selbstgespräch, rot geschrieben, weise ich UB als Brösel Uder, das ist jetzt der Ausgedachte, den du auf dem Monitor hast eventuell, darauf hin, dass ich, was ich als Brösel Udo erkläre, einzig den Geist erkläre, der sich diesen Udo Brösel und alle anderen Menschen Brösel, ja sogar seine ganz persönliche Welt ausdenkt. Diese komische Schreibweise, die wird erklärt, das sind physikalische Formen. Da ist schon das E-Quadrat von der Einstein-Formel. Das ist eine Mischung, das ist eine göttliche Sprache, ich nenne das Vatersprache, die ist absolut hundertprozentig sicher arithmetisch präzise, wo es nicht einen Fehler gibt und die ist allumfassend, wo du alles damit erklären kannst. Und zwar nicht so wischiwaschi, so mit Vorstellungswelt, mit Quantenmechanik und Raumkrümmung. Zeig's mir. Es ist zum Anfassen, was ich dir zeige, was ein 14-Jähriger überprüfen kann, wenn er die Reife hat. Er muss natürlich zuerst in seinem Lebensbuch noch ein bisschen was lernen. Da gibt's tausende Beispiele, die ich jetzt im Detail nicht erkläre. Okay, also du denkst jetzt deine ganze Welt aus. Die natürlich immer nur, Welt ist wieder ein Überbegriff. Das Universum, das in eins gekehrte Ganze, am Anfang war das Ort, bring mir die besten Linguisten deiner Welt, alles, was die auswendig gelernt haben, was man ihnen erzählt hat, wo die Sprache entstanden ist und die Sprache entstanden ist, ist richtig. Das ist, wie wenn einer behauptet, das ist ein Becher, ich sehe doch, dass kein Henkel da ist. Es ist ein bisschen richtig, das Prinzip musst du verstehen. Und da gibt es nicht viel, da brauche ich keinen Intellekt dazu. Ich muss Bewusstsein sein. Du wirst nämlich jetzt feststellen, dass hochintellektuelle Menschen komplett abstürzen in ihrem Wahn, weil das ihnen widerspricht. Dann nehme ich in der modernen Zeit die Computermetapher und ich habe sehr, sehr viele Zeiten erlebt. Jetzt habe ich mit ich nicht diesen Gedanken Udo gemeint, sondern uns. Ich bin nämlich du. So beginnt das ganze Spiel. Dieses Ich bin du. Aber ich bezieht sich hier nicht auf irgendein blaues Ich, weder an einen ausgedachten blauen Menschen, sondern es bezieht sich auf den, der sich die Menschen ausdenkt. Und dir sollte irgendwann einmal ganz simpel und einfach klar sein, das versteht sogar hier meine Esther, dass ein Gedanke, der gedacht wird, dass da mal was anderes ist, wie der Denker, der sich den Gedanken ausdenkt. Dass etwas, was man besitzt, was anderes ist, wie der, der es besitzt. Ganz simpel. Es ist nur dein Zweiter in dir, wo alles so unheimlich logisch ist, wehrt sich massiv dagegen. Es gibt aber ein verbindendes Parameter für alles, was man sich ausdenkt. Das ist mein tausendfach wiederholter Satz. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Das ist einmal den, der sich das jetzt denkt. Und wo ist jetzt dieses Känguru in Australien? Das ist hier und jetzt in deinem Kopf, in deinem roten Kopf eine Information. Und wo ist dieser Neandertaler, den du dir in die Vergangenheit denkst, der ist hier und jetzt eine Information. Und wo ist der Eiffelturm, der ist hier und jetzt eine Information. Und warum kannst du dir das denken? Weil man dir das erzählt hat, dass der Außen Neandertaler gegeben hat in der Vergangenheit, in Paris ein Eiffelturm steht. Es ist ein Computerprogramm, du lebst in einer Matrix. Hätte man dir das nicht erzählt, könntest du das auch nicht denken, du würdest das gar nicht denken. Das ist wie ein Computer. Ich sage immer, statt ein Träumen in den Geist, kannst du auch dich als einen Computer setzen. Und dann sollte dir klar sein, dass alles, was in dir auftaucht, steht und fällt mit den Daten und den Programmen, die in dir laufen. Das sind die Glaubenssysteme. Das heißt, das, was du jetzt erlebst, hundertprozentig sicher erlebst, sogar real siehst auf deiner Farbbrille, hat nichts damit zu tun, dass das irgendwo da außen wäre. Du wirst eine unendlich tiefe Demut kriegen gegenüber die heiligen Schriften. Es sind Formelsammlungen wie die Physikbücher auch. Übrigens auch Physik- und Chemiebücher sind heilige Schriften. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht wichtig ist oder falsch ist im klassischen Sinn. Obwohl es durchaus diesen Begriff falsch gibt und verkehrt gibt. Das ist natürlich immer wieder so eine Sache, schau, weil da hat mir jetzt einer was hingestellt und ich weiß nicht, ich weiß jetzt in keinster Weise, was da drin ist. Soll ich jetzt das trinken, weil die Flasche hat ja kein Etikett? Wenn du ich bist, siehst du es.
Ich weiß, was in der Flasche drin ist, die du selbst bist. Ich sage immer, das ist das Spiel, wir zwei sind, gehören untrennbar zusammen. Wieso? Ganz einfach, weil ein Denker, der sich was ausdenkt, egal was du dir denkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, hier und jetzt, ist untrennbar verbunden mit dem, was er denkt, weil das wird es ja ohne ihn gar nicht geben. Das Erste, was du feststellst, solange wir im Bereich der Gedanken bleiben, kann das, was du dir ausdenkst, egal wo du es räumlich oder zeitlich hindenkst, bloß hier und jetzt in deinem roten Kopf eine Information sein oder vielleicht in dem blauen Kopf, wo du sagst, das bin ich. Das ist hundertprozentig sicher. Was nicht hundertprozentig sicher ist, dass du dir jetzt irgendwas irgendwo hindenkst und du bisher, Geschwätz vom Zweiten, hundertprozentig sicher warst, dass das da auch dann da außen ist, wenn du es nicht mehr denkst. Das ist die Falle. Oder dass etwas, was du dir in die Vergangenheit denkst, lieber Professor Lesch, ein Urknall, dass der schon geknallt hat vor 13, 12, je nach, ist ja nachgebessert worden, in der Wissenschaft, die haben wir festgestellt, die haben sich fast vor hier und jetzt ausgedachten, nicht allzu langer Zeit, dass die sich um 1 Milliarde Jahre verrechnet haben. Der hat nicht geknallt in der Vergangenheit, bevor es dich gegeben hat. Das ist logisch, wenn du meinst, du bist das sterbliche Säugetier. Und um solche diese kleinen Tests auch immer wieder, wo ich sage, geh, das ist eine sehr prägnante Aussage. Wenn du jetzt denken wir uns wieder als einen Brösel, als einen Menschen, wenn du irgendwo Angestellter bist, mach einmal einen kleinen Rest, wenn dich draus. Sonja sagt gestern, du hast das schon ausprobiert, sagt sie, ich trau mich nicht. Wenn du zu mir sagst, du bist in irgendeinem Arbeitsverhältnis, dann geh zu deinem Vorgesetzten und zu deinem Chef hin. Probier es aus, wenn du dich traust. Und dann machst du, wenn du einen bedepperten Eindruck, und dann gehst hin und dann wird er dich vielleicht fragt, was ist denn los, warum bist du heute so schlecht drauf? Oder der merkt es nicht, dann gehst du direkt, sprichst an und sagst, du, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, mir ist im Kopf rumgegangen, mir ist heute Abend bewusst worden, heute Nacht bewusst worden, dass du nur ein dummer Affe bist. Sag das zu deinem Chef. Und jetzt bitte achte die nächsten 2-3 Sekunden, was mit in seinem Gesicht, mit seiner Physiognomie, mit diesem Trockennasen auf dem Gesicht passiert. Und jetzt bitte sofort lächeln und mit den Händen rudern, das ist wichtig, weil sonst kann das eskalieren. Dass du dann sofort sagst, Moment, nicht, dass du mich falsch verstehst. Das ist übrigens das Problem. Jeder, der hier vorschnell mit Vorurteilen sich Holofeeling anhört, der ist genau in dem Zustand. Es ist nicht meine Meinung. Mir ist bewusst geworden, ich glaube nicht, dass du Affe bist. Ich versuche dir sogar zu erklären, dass du kein Affe bist, sondern ein Gott bist, sage ich jetzt als Udo. Es ist nicht meine Meinung. Mir ist bewusst geworden, dass du das glaubst. So, und jetzt zeige ich dir die Schizophrenie, deine eigene Schizophrenie. Wenn in dieser Art und Weise in der Situation irgendeine in deinem Traum auftaucht, eine Figur, und das zu dem sagt, der du in deinem Traum zu sein glaubst, reagiert dein zwanghaft logischer Mechanismus des Geschwätz des Zweiten, drückt dir sofort ein Beleidigtsein, Entsetzen aus. Wie kann der das zu mir sagen? Du glaubst, es ist die Aussage, das ist das, was du glaubst. Wie krank ist eigentlich ein Geist, der auf der einen Seite hoch beleidigt reagiert, wenn jemand ausspricht, was er selber zu sein glaubt. Das nicht nur, dass du glaubst, ein Affe bist, du bist sogar einzig und allein aufgrund deiner materialistischen Programmierung bestrebt, dieses Dasein als Affe möglichst lang am Leben zu halten. Und wenn du merkst, es geht für alle Menschen um dich herum, Menschen jetzt eh noch, Schmetting auf Hebräisch, das hast du übrigens wörtlich übersetzt, die Toten des Meeres, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, ich nenne das nur immer Gedankenwellen, Wellen kommen und gehen. Es gibt aber was, was immer ist. Im Meer. Und jetzt kommt schon, wenn man ein bisschen zuhört, was ganz eigenartig ist, dass du irgendwann merkst, die Vatersprache ist Deutsch. Nicht das blaue Deutsch, Deutsch, kann auch Fränkisch sein, das hat damit nichts zu tun. Und das ist ein Schöpfungsakt in Verbindung mit Ivri, mit Hebräisch. Und ich rede jetzt nicht von Kulturen, von Nationen, sondern ich rede von einem ganz anderen Bereich. Du lebst in einer Matrix, was die Holofeeling hundertprozentig beweist, und du bist in der Lage, komplett die Naturgesetze, die ja auch wie in einem Videospiel nur abhängig sind vom Programm, der Druckschluss deiner Professoren, deiner Wissenschaftler, die sich in ihrem Wahn wähnen, dass sie glauben, sie sind jetzt langsam so weit die Welt da außen, die schon vor ihnen da war, dass sie die am Computer simulieren können. Übrigens sind die nicht schuld, dass die das glauben. Das glaubst du. Du bist die Ursache für alles, was du dir ausdenkst.
Und jeden Menschen, den du denkst, der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Übrigens auch der Dilettant Udo Petscher, wenn du ihn dir so denkst. Also, wir machen hier weiter. Siehe, nochmal das Vorwort am Anhang dieses Schreiben. Das machen wir dann im Nachhinein. Das habe ich jetzt überspielt, was ich dazu gemacht habe. Ich, UB, erspare mir weitere bewusst geistreiche Kommentare. Dieses ist Arithmetik. Das sind physikalische Formeln. Das sind eigentlich Programmstrukturen, die dir erklären, wie das Programm funktioniert, wenn man Holofinning studiert hat. Absolut wie, so wie du dir jetzt ausdenkst, dass eine Software in einem Computer Bilder hyperrealistisch fotoanimiert, wenn du ins Kino gehst. Ich rede jetzt wieder normal. Die meisten Kinofilme, die du siehst, da ist nichts mehr mit einer Kamera aufgenommen. Die große Masse, vielleicht noch die Schauspieler. Ich will jetzt keine Beispiele machen, ob das hier Marvel-Filme sind. Aladdin, die neue Verfilmung. Der Tiger, all das Zeug. Da ist kein Tiger mehr. Aber die Schauspieler sind noch echt. Dass dann der Will Smith, dieser Schauspieler, plötzlich einen Bodybuilder-Körper hat und nichts, und du würdest das überhaupt nicht merken, dass das hat er doch gar nicht. Das ist doch ein Hämpfling normalerweise. Weil man hier das so zusammensetzt, den echten Kopf mit der Computer-Animation, weil man das so zusammensetzen kann, das ist schon wieder ein Konstrukt, weil du schon wieder glaubst, dass in der Vergangenheit was passiert. In einem träumenden Geist passiert in der Vergangenheit überhaupt nichts. Es ist ein ständig Wechsel von Informationen in einen Kopfkino. Wenn ich jetzt mich eins drüber hebe, denke ich mir beim träumenden Geist, taste mal einen Menschen aus, der da liegt, der eingeschlafen ist. Wenn ich, und dann spreche ich einen gewissen Geist zu in seinem Gehirn, ein Bewusstsein zu. Und wenn ich jetzt den beobachte, ich jetzt von meiner Ebene, ist mir klar, die Ebene existiert für den gar nicht. Das Bett, das Zimmer, Z im Meer, die Geburt im Meer, dass ich mir jetzt da um ihn rum denke, existiert für ihn nicht. Er liegt da und diesen Geist, den ich mir in diesen Kopf reindenke, der wird jetzt mit einer Welt konfrontiert, die aus ihm selber kommt, mit ständig wechselnden Bildern. Das kannst du nachvollziehen. Wenn ich im Traum lebe und ich weiß nicht, dass ich träume, habe ich ständig wechselnde Bilder. Ob das jetzt gedachterweise ist oder ob die auf der VR-Brille sind, spielt überhaupt keine Rolle. Und die kommen aus mir. Jetzt wird es interessant. Wenn ich das nicht weiß und gehe jetzt normal gesprochen an den Computer hin und ich gehe ins Internet, dann muss ich ja mal nachschauen. Egal welche Internetseite ich aufmache, die kommt aus mir, weil die Internetseiten, die du in einem Traum erlebst, kommen nicht von irgendwie außerhalb deines Kopfes. Es kommt alles aus dir. Und dieser innerste Kern, wo alles rauskommt, das ist Gott. Internet, es heißt nicht Außernet. Das ist dieser innere Zusammenhang von allem, was prinzipiell ausgedacht werden kann. Ist jetzt eine extreme Vereinfachung von einer Vereinfachung von Vereinfachung, wo auf tausenden von Seiten in kindgerechter Sprache immer komplex werdender, immer genauer werdender, du hingeführt wirst zu dem, was du selbst bist. Und jetzt kommen, bevor wir da weitermachen, ich erkläre dir, was du bist, du Geist, der du dir eine eigene Traumwelt ausdenkst. Das ist jetzt keine Fantasie mehr, das ist nur ein Traum, das ist eine Matrix, solche Figuren sind ja in jedem Traum auch schon als Vorboten aufgetaucht. Das wird zu einer hundertprozentigen Gewissheit. Ich erkläre dir, was du bist. Ein träumender Geist. Ich nenne dich jetzt einmal so. Ich wäre wesentlich genauer, wenn ich sage nichts. Was ist nichts, Esther? Ein Danke, den du dir hier denkst. Ein träumender Geist und Gott ist nichts anderes. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Ich erkläre dir jetzt, dass du ewig bist. So wie ich, weil du ich bist. Ich erkläre es mir eigentlich selbst. Aber um mir das selbst erklären zu können, muss ich in irgendeiner Form in Erscheinung treten. Weil ich, dieses Ich, das du zurzeit bist, habe ich das vergessen, was übrigens auch einen Grund hat. Immer dran denken, alles hat einen Grund, aber du musst wesentlich komplexer zum Denken anfangen. So, wo war man? Fangen wir nochmal an. Siehe, das ist zum Beispiel, das heißt, das Bewusstsein Gottes ist eine Eheexistenz. Nochmal, das heißt die absolute Ruhe von Gott. Wieso heißt das die absolute Ruhe von Gott? Es ist ganz einfach, wir machen einfach aus den Buchstaben hebräische Zeichen, schreiben die von rechts nach links und dann lässt du es an Hebräer lesen, dann kriegst du das. Die Bilder in deinem Kopf, B-I-L-E-T-E-R, heißt im Kinder weckt. Ich mache ganz einfach aus diesen Bildern hebräische Buchstaben, lese die von rechts nach links und dann kannst du es hin, absolutes Hebräisch. Der Witz ist, ich mache das mit allen Worten der Welt, in allen Sprachen der Welt und du kannst es in Wörterbüchern überprüfen und es stimmt. Ist natürlich alles bloß Zufall. Das, was dir zufällt, nicht einmal das ist ein Zufall, das ist das, was dein derzeitiger Glaube in dir aufwirft. Dieses, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich wurde von meiner Mutter geboren.
das setzt schon voraus, dann schaust du Informationen noch nicht so. Na, deine Mutter, die du dir jetzt ausdenkst, die stammt von Tier, nicht von dir Geist, sondern von Tier ab. Solange du in dem Wahn lebst, dass du ein Viech bist, V-Ich, so habe ich das als Paracelsus vor 500 Jahren geschrieben. Ich habe keine Vorstellung, was Ewigkeit bedeutet. Und du wirst, du Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du bist ewig. Wenn du jetzt wieder auf den zweiten hörst und dir das ausreden lässt, bist du selber schuld. Du bist aber trotzdem ewig. Was das Ende vom Lied ist, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, weiter ums Überleben kämpfen, was du gar nicht nötig hast. Weil das Überleben, du bist im Meer, immer. Was übrigens dann ganz interessant ist, wo ich sage, das Schöne, selbst wenn ich jetzt kein Jude, kein Christ, kein gläubiger Mensch bin, zumindest mit einer Allgemeinbildung, was ich, dass die Bibel beginnt, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dieses Wort im Anfang, Bereshit im Original, heißt eigentlich genau absolut korrekt anders gelesen, wie man das macht. Inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, etwas hingestellt. Das ist bei den Selbstgesprächen dieser komische Satz über den Pixelmännchen oder drüber dieses Bereshit in dem Bild. Inmitten dieses Kopfes wird praktisch Himmel und Erde erschaffen. Wobei das nicht ganz stimmt, weil nämlich dieses Arschin Affen, ist dir schon mal aufgefallen, dass das Wort Affen in dem Wort Erschaffen drinsteckt? Das machen die Enosch. Das blaue Ich, das was du Mensch nennst, das dir einredet, dass du mehr oder weniger ein Trockennasenaffe bei eigener Definition bist, lernst du zuerst einmal, dass der Mensch eigentlich, dass ein Menschenleben ein Konstrukt wäre, ein Interpretationsprogramm ist, du bist der Computer. Und wenn das Heuger-Programm in dir läuft, läuft der Heuger-Film, das Heuger-Videospiel. Und wenn du die Esther bist, läuft das Esther-Spiel. Und dann musst du die Rolle spielen. Du bist der Spieler, der reagiert, der bestimmt mit dem Joystick in der Hand. Das, was hier auf die Knöpfe drückt, im Joystick, was du magst, ob wo du hinläufst, wo du hinschaust, das ist deine Logik, die anerzogene Logik, dein Schwamminhalt. Du bist nicht das Männchen, das angeblich in dieser Cyberspace-Welt rumläuft. Es sind ständig wechselnde Bilder in deinem Kopf. Das ist diese Theorien, die sind in deiner Welt nicht neu, wenn du, solltest du den Fokus da drauf gehabt haben. Holofilm ist trotzdem ganz neu. Gut. Ich USP. Wo war man? Ich hundertprozentig sicher de facto von dir Geist. Da fangen wir an. Ich UB erspare mir weiter bewusst geistreiche Kommentare zu den folgenden 100% Ich. Das heißt übrigens göttlicher Geist. Das Prozentzeichen, wenn du anschaust, ist genau ein gespiegeltes Aleph. Wenn du statt diesen zwei kleinen Kreisen die zwei Js reinmachst. Sicher, de facto, jetzt von dir Geist ausgedachten, geistlos, log, das wird im Hebräischen O und U ist dasselbe Zeichen, kann man machen. Log, ischen heißt übrigens hier einfach nur schlafen und alternieren. Etwas vor sich hindenken. Ich heißt Gestaltwerdung, ich n heißt eine gestaltgewordene Existenz. Darum sind es logisch die gestaltgewordenen Existenzen. Es ist also so logisch bei dir. Ist doch vollkommen logisch, dass Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Zwei Teilchen Wasser, Atome und ein Sauerstoffatom. Das habe ich ja gelernt an der Universität. Das hat vor 200 Jahren hat es von Humboldt schon, Gay-Lussac haben das schon entdeckt. Ich frage dich, wie haben die das gemacht? Wie will ich was entdecken, was gar nicht existieren kann in einer Form von empirischer Wahrnehmung? Das sind solche einfache Beispiele. Da reagiert komischerweise keiner drauf, den du dir ausdenkst. Warum nicht? Weil die zuerst einmal erst dann reagieren können, wenn sie existieren und existieren können bloß Menschen, wenn du die dir ausdenkst. Ja, wieso hat es dann überhaupt noch keiner begriffen, höre ich dann. Ich sage, du passt schon wieder nicht auf. Die Menschen, die du dir ausdenkst, sind Kisten. In den Kisten ist das drin, was du dir reindenkst. Im Positiven, im Negativen. Interpretationen, in dir sind diese Vorherdaten, Prä heißt vorher, Interpretationen und Gedankengänge, die nachfolgenden Worte dieses Briefes in dir selbst auslösen werden. Lies das ruhig nochmal selber durch. Alles von dir Geistesfunk ausgedachte tritt in dir Geistesfunk genauso in Erscheinung wie du es, das ist die Energie in der Einsteinformel E² ist M² mal C^4, das ist Bewusstsein, dir selbst ausdenkst und glauben magst. Interessant ist natürlich das Wort glaubend.
dass das dann mal GL ist, ein Gehirnlicht, das ist eine ganz simple Symbolik, jetzt angepasst an deinen intellektuellen Möglichkeiten, und A, B hast die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und dieses hebräische Wort heißt schlichtweg und einfach die Beschwörungskunst in eine Grube fahren und der Zauber von Totengeistern. Das ist deine Beschwörungskunst, weil alles, was du beschwörst das, was dir hundertprozentig sicher erscheint, was dir noch nie aufgefallen ist, dass du in über 99% der Fällen, die dir logisch erscheinen, die du nicht mehr in Frage gestellt hast, dass du an Meinheit schwörst. Zum Beispiel, wenn du schwörst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Da sage ich als göttlicher Richter zu dir hier, bist du sicher? Du weißt, auf Meinheit steht absolute Verbannung in eine Traumwelt, bis in alle Ewigkeit, wo du ums Überleben kämpfst und dir in die Hosen scheißt vor Angst. Also überleg dir sehr wohl, ob du das beschwörst. Ja, man hat es mir erzählt, ich glaube. Ich sage, hey du Affe, Glauben heißt für wahr halten. Wenn ich nur was für wahr halte, weil man mir das erzählt hat, heißt es noch lange nicht, dass es hundertprozentig sicher so ist. Ich, der Erste, behaupte, dass du da überhaupt keine Erinnerung dran hast von dem, was du dir jetzt denkst. Es ist ein logisches Konstrukt, ich wurde von meiner Mutter geboren. Wie sieht jetzt das aber aus, dass dir bewusst wird, dass du jetzt dich schon wieder mit einem Gedanken verwechselst? Du denkst jetzt eine Vergangenheit, die jetzt in deinem Kopf ist, die hier ist. Dann denkst du dir Trockennasen auf ein Weibchen, das ein kleines Fetzchen Fleisch, ein Mini-Äffchen herausquetscht und du denkst dir, das bist du. Ich sage, nein, du bist der, der sich das ausdenkt. Das ist was ganz was anderes. Du verwechselst dich schon wieder mit einem Gedanken von dir. Das ist hundertprozentig sicher. Mir ist es gleichgültig, was du glaubst. Ich weiß nicht bloß darauf hin, dass das nicht ganz besonders geistreich ist. Gut. Das jetzt machen wir das aber im Fließenden. Das war jetzt nur diese Stelle. Das gilt für alles, was du liest. Jetzt bewusst weiter im unveränderten Originalbrief, den ich gekriegt habe. Denn auch du möchtest doch gerne anderen Geistesfunken überzeugen. Das will ich überhaupt nicht. Das sind nämlich ausgedachte Geistesfunken. Ich will nur einen einzigen überzeugen, nämlich den, der mich jetzt ausdenkt, weil mich wird es gar nicht geben, wenn du mich nicht denkst. Ich bin nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, sondern ich bin das, was hinter dir steht, was dich jetzt zwingt, jetzt dem Udo zuzuhören. Aber das ist nicht ganz richtig, weil ich dir die Freiheit gegeben habe. Und ich sage dir jetzt gleich, ich in verschiedenen Versionen haben jetzt etliche schon vor 5 Minuten jetzt ausgedacht abgeschaltet, weil sie sich so einen Scheißdreck nicht ahnt und das ist ja totaler Spinner. Ich hoffe für dich, muss ich gar nicht hoffen, du bist ja noch da. Du denkst mich ja noch aus, du hast ja jetzt zumindest schon bis jetzt durchgehalten. Das ist das, was ist. Okay, ich will keinen Geistesfunken, den ich mir ausdenke, überzeugen, sondern den einzigen Geist, der mich ausdenkt. Der übrigens auch dich ausdenkt, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Du bist jetzt irgendwer, einer hier in Bleinfeld oder einer, der vom Computer sitzt. Jetzt kommt das Problem mit der Zeit. Ja, die Aufnahme wurde in der Vergangenheit irgendwo gemacht. Ich sage jetzt, ich weiß, die Programme, die hier sind, dieser eine Geist, egal mit welchem Programm du leidest, dass du das zigfach schon gehört hast. Ich bin der Erste, ich behaupte jetzt, es wird jetzt aufgenommen. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt als Brösel-Udo. Und es ist hundertprozentig sicher, dass du dir das jetzt anhörst. Alles, was der Lautsprecher jetzt da raushaut oder der Kopfhörer, den du aufhast, je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, hörst du jetzt. Du hörst jedes Wort jetzt und ich spreche jedes Wort jetzt. Der Zweite in dir, das ist so unheimlich logisch, dass das jetzt schaust du ohnehin, ach, das war am, was haben wir denn heute für einen, am 15.07., das ist das die Aufnahme, wo die Aufnahme gemacht wurde, aber es wird wahrscheinlich bei YouTube ein anderes Datum dran stehen, weil ich mir jetzt ja denke als du. Das muss ja nur geschnitten werden, da hat ja irgendwer hat es ja dann und da muss es noch reingestellt werden im Internet. Das braucht ja alles Zeit. Da ist schon die komplette falsche Vorstellung, was Zeit bedeutet. In der Vordersprache, das heißt im Althebräischen, vor dem Zionismus und so weiter, ist in dem klassischen Urhebräisch, gibt es 4 verschiedene Zeichenketten, ich sage mal Worte für Zeit. Das meistgebräuchlichste ist das Wort et. In der Vordersprache ganz einfach von jedem Kind könnte die Esther innerhalb von einem Jahr die elementaren Grundlagen lernen. Heißt es einfach eine augenblickliche Erscheinung. Zack, jetzt, jetzt. Und dann ist es schon wieder weg mit dem nächsten. Jeder Gedanke, jeder neue Augenblick, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Augenblick. Das Ganze nennen wir Evolution, Revolution. Der Raum, in den du dich jetzt hineindenkst,
ist genau genommen ein Traum. Und das, was du um dich herum denkst, wenn du jetzt einmal schaust, wo bin ich jetzt eigentlich, dann schaust du vor dich hin, dann ist natürlich, wenn vor dir jetzt eine Wand ist, dann ist natürlich hinter dir auch eine Wand, und wenn du nach oben schaust, ist eine Decke, dann ist natürlich unten der Boden. Wir haben immer zwei Seiten, es sind insgesamt 16 Perspektiven. Ich spreche jetzt nur der Genauigkeit halber an, unsere Tasse hat nicht bloß diese vier Möglichkeiten, sondern 16. Die kannst du, wenn du mitgehst, nachgehen. Das sind 16 Perspektiven da, nicht bloß Hängel rechts, links in der Mitte und kein Hängel, sondern 16 Stück. Du musst bloß dein geistiges geistreich drängen können. Gibt's alles, was den Holofeeling alles erklärt. Und das gilt für jeden Moment, der in dir auftaucht. Du wärst jetzt schon in der Lage, in jedem Moment, wo du immer nur eine einzige Perspektive wahrnimmst, sofort nachzuvollziehen, was die 15 anderen sind. Lass ich aber stehen, mache ich jetzt nicht. Gut. Überzeugen. Dass ich deinen Gedankengut folgt, meinen Gedankengut. Das ist ein Blödsinn, habe ich doch noch nie behauptet, dass ich ein Gedankengut habe. Gedanken als Ding an sich finde ich nicht so besonders gut, aber ich könnte jetzt das Gut, G steht immer für Geist oder für Gehirn, und die hast übrigens eine aufgespannte Erscheinung. Es ist dein Gedankengut. Hört bitte zu, was ich sage. Ich bin jetzt eine Information von dir, ich bin eine Figur, die du träumst. Ich habe doch überhaupt keinen Einfluss drauf, was ich dir erzähle. Also beschwer dich bei dem, der dir das einsuggeriert, was du jetzt als träumender Geist vollkommen zwanghaft träumen musst. Du hast noch keine Freiheit. Die größte Illusion, der größte Wahn, in dem du als Trockenhaus dafür lebst, dass du meinst, du bist ein freier Mensch. Ein träumender Geist hat keine Freiheit. Ich will dich frei machen. Dass du lernst, selbst zu denken und nicht nur auf den Gleisen deiner anerzogenen Logik denkst. Das ist die Freiheit beginnt, wenn du nicht mehr auf Schienen angewiesen bist, sondern da dich hindenken kannst, wo du willst. Momentan befindest du dich in einem Gefängnis und das Gefängnis ist deine Logik. Das heißt, der erste Weg aus diesem Gefängnis auszubrechen ist, dass im ersten Moment du was Unlogisches tun musst. Das sich dann aber im Nachhinein herausstellt, dass das eine höherwertige Logik ist. Ich symbolisiere das mit einem einfachen Beispiel. Wenn man jetzt rudimentäres Wissen hat, hängt wieder von deinem Schwamminhalt aus, wie ich das denke. Du denkst jetzt, einer der ersten einfachen Betriebssysteme für Computer, und wir nehmen Basic, diese Basic-Strukturen, ohne das auszuufern. Versuch einmal, einen C64 in irgendeiner Art und Weise Windows-Daten oder Linux-Datenstrukturen einzuspielen. Versuch auf einem Basic-Computer Windows-Programm zu installieren. Das ist das, was ich jetzt mit Holofeeling mein Problem nenne. Das heißt, alles, was ich dir erzähle, ist noch kompatibel mit Basic, aber ich versuche dir Windows zu beschreiben. Weil wenn ich jetzt Windows reden würde, dann wirst du nur sagen, das ist falsch. Du sagst ja schon falsch, wenn ich im Basic zu dir rede, als Erster. Weil das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher und du willst es nicht wahrhaben, weil dein Wissen, dein Glaube, deine Logik da voll aufschreit, was behauptet der, was ist das für ein arroganter Mensch? Ich sage dir jetzt den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, das ist mit weitem Abstand der demütigste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Das werden wir dann gleich noch weitermachen. Jetzt, dass sie deinen Gedanken gut folgen, so wie auch ich, nur nicht so konsequent, um aus dem Kreislauf des Leidens aussteigen zu können. Mein Freund Robert ist fast der Einzige, bei dem es mir wichtig wäre, dass wir uns auf geistiger Ebene, denn er ist durch und durch naturwissenschaftlich materialistisch gläubig. Ich werde so empört, wie er dich abqualifiziert, denn er, Robert, hat zwar viele Ausbildungen absolviert, unter anderem noch eine normale Lehre, ein Soziologiestudium, und ist seit 20 Jahren vor allem körperlich nicht mehr in der Lage, davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er sitzt sozusagen nur vor seinem Computer und schreibt seitenlange Mails an seine Freundinnen, die er dann nicht abschickt. Bei Robert ist es so, er leidet extrem darunter, dass er sein Wissen nicht der ganzen Welt mitteilen kann. Wie du es wohl tust. Nächster Fehler. Mich interessiert deine ausgedachte Welt überhaupt nicht. Mich interessiert nur der, der sich's ausdenkt. Das ist der feine Unterschied. Und dieser kleine Kick macht den Unterschied zu dem einfachen Brüsel oder zu all deinen Gurus und Weltverbesserern. Es macht alles, es ist richtig, was die sagen, aber das Wesentliche, was dich freimacht, sprechen die überhaupt nicht an, weil das tut weh. Du wirst Feindbilder kriegen, wenn ihr wüsstet, wie oft mir das als Udo in Traumwelten schon das Leben gekostet hat. Nicht nur einmal. In vielen Träumen, bis ich gecheckt habe, um was mir geht. Und was wirklich wichtig ist.
Und darum sage ich mittlerweile, die Menschen, die du dir ausdenkst, selbst der Mensch, der du zu sein glaubst, geht mir sowas am Arsch vorbei. Die Probleme lösen sich für mich schon, wenn ich dich nicht mehr ausdenke. So einfach ist es. Das trennt die Spreu vom Weizen. Was aber nicht möglich ist, sobald ich dich erhebe, geistig, dich darauf hinweise, dass du eigentlich ich bist, dass du etwas bist, was überhaupt nicht gedacht werden kann, das kann ich nicht auslöschen. Das ist ganz interessant. Wie willst du nichts, ein absolutes Nichts, vernichten? Nichts kann nicht vernichtet werden. Was jetzt aber dir noch nie aufgefallen ist, dass du dich dagegen wehrst, nichts zu werden. Ich will ja nicht weg sein. Ich sage, wenn du ich bist, sagst du, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das ewige Leben. Das bin ich wirklich. Jetzt ist natürlich auch das Wort Weg, hat verschiedene Darstellungen. Meine ich, wenn ich das Wort Weg ausspreche, weg, nicht mehr da. Du kannst nur wechseln von dem blauen da ins rote da. Da, blau heißt geöffnete Schöpfung, geschlossene Schöpfung ist rot. Was ist ein Geist, wenn er träumt, ohne zu träumen? Ein absolutes Nichts. Da steht immer ich UB, JCHUB. Das UB ist übrigens in Zahlen, weil ich erzähle dir ja jetzt etwas, der Zahlenwert 86. Das ist der Zahlenwert von El Hayom. Das ist das, was die mit Gott übersetzen, was da eigentlich zuerst einmal unter anderem, zuerst einmal ganz präzise, nichts heißt und das Meer. Gott, das Meer. Und jetzt ist natürlich interessant, wenn ich sage, wenn du immer bist, um immer im Meer zu sein, musst du nicht sein. Weil was existiert, ist nicht immer. Egal, was in dir auftaucht, das sind die Gedankenwelt. Das sind deine ständig wechselnden Informationen. Da steht nicht Ausinformationen, sondern Informationen. Das wird ihn schwer angetriggert haben. Neid. Da taucht einer auf, der behauptet, der wüsste mehr wie ich. Oder dir erzählt eine Bekannte, wo du bewundert werden willst, da ist jetzt einer gekommen, der gefällt mir besser wie du. Man lässt doch keinen anderen Gott neben sich gelten. Ich habe auch nur einen Realabschluss und litt jahrelang darunter, kein Abitur gemacht zu haben. Heute weiß ich, dass je eher man die Schule verlässt, desto freier bleibt der Geist. Hätte man nicht Einstein auch von der Schule geworfen? Fragezeichen. Wer sich wirklich mit einem Thema auseinandersetzt, ihm brennt, weil es ihn brennt, witzig, mein Freund heißt Robert Brenner, wird letztendlich hier zu einem Meister werden können. Ich weiß nicht wirklich, warum es mir so wichtig ist, genau diesen Freund Geistesfunken auf meine Seite raus aus der Illusion holen zu wollen. Vom Herzen Dank für deine unermüdlichen geistige Aufklärung. Ich führe sie in meinen Rahmen auch weiter, Petra. Jetzt kommt hier, sie hat jetzt dran gehängt, das hebe ich jetzt aber zurück. Jetzt ein angehängtes Schreiben von diesem Robert an Petra. Beachte immer bewusst, welche Vorstellungen und zwanghaft logischen Interpretationen die folgenden Worte in deinem Geist auslösen. Das lasse ich jetzt etwas zurückgestellt. Jetzt springe mir nämlich ein, was ich hier drauf geantwortet habe. In einer bisschen hervorgehobenen Stelle. Und das ist jetzt sehr wichtig. Das ist keine Verteidigungsrede in irgendeiner Form oder ein Verteidigungsschreiben, sondern eine wertfreie Beschreibung von dem, was ist. Ich könnte jetzt wieder sagen, die den Brösel oder Betscher sich ausdenken über einen längeren Zeitraum und den persönlich kennen, die werden das alles abnicken, was da drin steht. Und da gibt es viele, die das seit über 25 Jahren wissen. Und alle, die irgendwas anderes schreiben, da bringen wir auch Beispiele, die haben noch nie ein Wort mit mir gesprochen. Das sind dann solche Stellen, ich wollte die Bücher drucken lassen, ein paar Bekannte, der liest die ersten zwei Zeilen, nachher sagt er, das lasse ich nicht drucken, das ist Teufelszeug. Das ist jetzt nur eins dieser Beispiele. Jeder, der so reagiert, lebt nur in Vorurteilen. Also gut, ich fange an. Ich hoffe, ich katze nicht so arg. Ich habe ja nicht einmal einen Abschüttel. Ich bin halt der Brösel. Ich bin halt der Dilettant. Vom Brösel zu Brösel. Liebe Petra, dein jetzt ausgedachter Freund Robert ist ein Musterbeispiel für einen völlig geistlosen, materialistisch verblendeten Dogmatiker. Wenn wer in einer einseitigen Blase lebt, dann ist er es. Er wirft dir nämlich vor, sie ist bloß in einer Sektenblase. Dann kann man mit einem Menschen, der in einer Sekte ist, kann man nicht mehr normal reden. Das werde ich jetzt dann gleich erklären. Dein Brösel-Udo ist für ihn, Zitat Robert,
der Dilettant Betscher, ein völlig ungebildeter Laie, ein großer Manipulator und Sektenführer. Schon interessant, dass genau diese oder ähnliche Aussagen über diesen Herrn Betscher immer von arroganten, geistlosen Besserwissern kommen, die ihr geistlos nachgeäffte Ansicht von eine ganz klare Vorstellung von mir zu haben, nur aus deren selbst logisch konstruierten Vorurteilen und selbst konstruierten Lügen bestehen. Oder so ähnlich. Um es nochmal klar zu sagen, es gibt weder eine Holofeeling-Sekte noch irgendeine Organisation oder Holofeeling-Gruppe, in die man eintreten könnte. Sollte es so etwas geben, habe ich, der Brösel Udo Betscher, nicht das Geringste damit zu tun. Im Gegenteil, ich lehne das sogar ab. Das Grüppchen, wo hier ist, wie bei vielen Sachen, wir treffen uns ab und zu, quatschen da wenn über Gott und die Welt. Das heißt über uns selbst und das, was wir uns ausdenken. Aber da gibt es keine Organisation. Menschen, die so etwas in ihr Leben rufen haben von Holofeeling, das heißt von dieser rein geistigen, göttlichen Weisheitslehre, nicht das Geringste verstanden. Gut, es gibt einen kleinen Chat auf Skype, den habe ich aber nicht ins Leben gerufen. Und einige Internetseiten, auf denen man völlig kostenlos die Bücher und Selbstgespräche herunterladen kann, aber auch mit diesen Seiten habe ich als Udo nichts zu tun. Ich habe noch nie zu einem gesagt, ich soll eine Seite machen. Komme ich jetzt drauf. Ich, Udo Betscher, jetzt der Mensch, den du dir ausdenkst, versichere hier an Eide statt und schwöre bei Gott. Sehr theatralisch, ne? Ich habe noch nie eine eigene Internetseite. Ich hatte noch nie eine eigene Internetseite und ich habe auch noch nie zu jemandem gesagt, er soll eine Holofeeling-Internetseite machen. Das würde jeder bestätigen, der eine Holofeeling-Seite gemacht hat. Da sitzt der Heiko. Der hat die schon Jahre, bevor er das erste Mal überhaupt mit mich gesehen hat, hat er eine Seite gemacht, weil dann die Schriften begeistert haben. Stimmt, Heiko, oder stimmt? Ich bin auch nicht bei Facebook, Twitter, WhatsApp und Konsorten gelistet. Ich habe übrigens nicht einmal das Smartphone. Ich habe noch nie in irgendeinem Internetforum einen Kommentar abgegeben. Bei YouTube oder sonst was, dass ich was kommentiert habe im Internet. Und ich habe noch nie für meine von anderen Menschen veröffentlichten Bücher. Ich gebe manche Menschen interessiert, das ganz früher waren das noch alte Disketten, die habe ich ihnen ergeben, mach damit, was du willst. Meine Selbstgespräche und die von mir gehaltenen Vorträge jemals Geld verlangt. Oder um irgendwelche Spenden oder anderweitigen Unterstützungen oder einen Energieausgleich gebeten, diesen ganzen esoterischen Schwachsinn, um zu rechtfertigen, ich brauche deine Kohle. Bin ich leidlich drauf eingegangen. Bring mir einen einzigen, der dir sagt, ich habe was verlangt oder ich habe um Spenden gebeten. Das ist nämlich das Erste, was mich unantastbar macht. Das haben die übrigens sogar an der Sektenfassung gestellt. Da kommen wir dann gleich drauf mit festgestellt. Das war aber das Einzige, was sie festgestellt haben. Ich habe übrigens auch keinen einzigen dieser Vorträge in die Wege geleitet oder organisiert, auch das heutige Treffen, wenn du das du dir jetzt ausdenkst, wo diese Aufnahme angeblich in der Vergangenheit gemacht wurde, die jetzt gemacht wurde, habe ich nichts damit zu tun. Die beten mich, kommst du? Und so, ja, sag mal, wenn das ist, noch, wenn ich Lust habe, komme ich vorbei. In die Wege geleitet oder organisiert, die ganzen großen Vorträge, Weißenburg, Fegenstall, die fragen, magst du nicht einmal wieder einen Vortrag? Sondern ich wurde von anderen eindringlich darum gebeten, diese Vorträge zu halten. Bei mehrträgigen Vorträgen habe ich immer nur um Kost und Unterkunft während diesen Zeiten gebeten. Bis hin zu den alten Almener-Vorträgen vor 20 Jahren. Günter Wehmeyer, unser Günni, wo er als Heiler, der viele Vorträge gehalten hat, ihr so begeistert war und sagt, wie viel muss ich zusammenbringen, dass du hier hochkommst zu uns? Na so, überhaupt keine. Komm mal bloß, welcher dir, wenn du das hören willst. Das Einzige, wenn der Dank bei mir lesen, muss man Fahrkarten schicken oder Geld für einen Sprit. Es muss für mich und meine Frau muss ein Bett da sein, das darf eine Matratze sein und was zum Essen, dass ich nicht verhungere und dann eventuell wieder irgendwie mein Auto verdanken, dass wir wieder anfangen können. Das ist so ungewohnt für einen, die abzocken oder Geld verlangen. Und da wird natürlich dann für die Organisation Geld verlangt. Ich rede jetzt wieder ganz normal raumzeitlich, wenn was Größeres ist. Das aber wirklich nur aufbaut, wenn auf Unkosten und so weiter und so fort. Das halt in dieser Welt, die du dir ausdenkst, üblich ist. Mit mir hat es nichts zu tun. Ich weiß auch durchaus, dass hier, wenn Euros überbleiben, ein paar, dass die das meiner Frau zuschieben. Mir müssen sie es nicht zuschieben, weil ich würde es nicht annehmen. Und da ist nicht ein Hauch von Hintergedanken, dass es so ist. Ich habe auch noch nie einen Menschen auf eine sein Leben betreffende persönliche Frage einen manipulativ einseitigen Ratschlag für sein persönliches Leben gegeben. Das heißt, wenn du mich irgendwas fragst, in Bezug auf eine Ja-Nein-Antwort, was soll ich machen, soll ich zum Arzt gehen, soll ich nicht zum Arzt gehen, wirst du von mir keine Antwort kriegen. Eigentlich schon, aber nicht so, wie du sie erwartest.
Ich wiederhole hier für einen, der vielleicht jetzt bis durchgehalten hat und nicht länger Holofeeling hat, ich mache mal so ein Musterbeispiel. Ach, das ist ja so schön, dass der Jesus wieder da ist, dann verziehe ich schon das Gesicht, weil die überhaupt nichts verstanden hat mit der Äußerung. Das bist du selbst, du bist der Messias. Und das ist so klasse. Und dann ganz am Schluss kommt diese kleine Frage, habe ich vor fast 20 Jahren in Almener schon gesagt. Du, was anders? Ich habe da hier so am Ding, so einen dunklen Fleck kriege ich da. Dann sage ich, tut er weh. Sie sagt, noch nicht. Na, so, pass auf, und jetzt willst du wissen, ob du zum Arzt gehst. Das werde ich dir nicht sagen. Ich habe meine Einstellung dazu, äußere ich, da studierst du die Offenbarungsschriften. Wohin das führt, da bringe ich dann das nächste Beispiel. Aber ich mache jetzt einmal, ich gebe dir trotzdem eine Antwort. Du löscht jetzt einmal alles, was man dir in Schule und Elternhaus und in den Medien eingehämmert hat. Und ich sage dir, du stellst dir jetzt vor, du würdest überall lesen, dass wenn hier irgendwo am Körper so ein dunkles Geschwür, so ein dunkler Fleck auftaucht, dass das Menschen kriegen, die Auserwählte sind, die dann automatisch hier ohne Leiden ins Himmelreich versetzt werden. Das hat man dir dann erzählt und dann wirst du jeden Morgen nachschauen, verdammt, immer noch kein dunkler Fleck da. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber dein Glaube ist nicht dein Glaube. Deine Meinung ist eine andere. Okay. Ich, rot geschrieben, das ist jetzt in einem ganz anderen, nicht denkbaren Bereich, erkläre jeden meiner Geistesfunken, und das sind jetzt keine ausgedachten Gehirne oder Seelen oder was du meinst, es ist was, ein vollkommenes Nichts. Ich erkläre jetzt dem Nichts, der mich ausdenkt, der aber meint, auch sich selber ausdenkt, was er selbst ist und ganz rudimentär, wie er sein eigenen, selbst ausgedachte Weltraum erschafft. Ganz rudimentär. Übrigens, in Du bist ich, erkläre ich, das ist der zweite Band der ersten 8 Bände, warum dein Freund Robert und all die anderen in ihren eigenen geistlosen Vorurteilen lebenden Besserwisser auf die Holofeeling-Offenbarungen so massiv negativ reagieren. Da heißt es, ab Seite 314, was übrigens Gott ist, das können wir uns jetzt schön anschauen, wenn es so komisch geschrieben ist. Das heißt nämlich Gott, 314 ist auch der hebräische Zorgenwert von Shaddai. Das heißt in dem Satz, ich bin Gott, der Allmächtige. Und das ist hier 314 der Zorgenwert, Shin Ged Yod. Was aber auch hast, mein eigener Dämon. Du bist beides. Du bist der, der eine Traumwelt erlebt. Du bist aber auch der Dämon, der dir die suggeriert. Mit einem Intellekt von irgendwelchen Menschen, die du meine Lehrer und meine Erzieher nennst. Oder meine Eltern. All dein Wissen ist es ein geistlos nachgeäfftes Geschwätz von denen, die du meine Eltern und meine Lehrer nennst, die jetzt hundertprozentig sicher nur ein Gedanke sind, der von dir gedacht wird, die du dir als Tropfennasenaffen denkst, weil du ja selber glaubst, du bist ein Tropfennasenasse. Das ist die Traumwelt. Wenn beobachte dich, wie dein Programm jetzt vielleicht beleidigt reagiert. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Du bist der Geist, der sich das ausdenkt. Und nochmal, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du der Geist, auch wenn der zweite so übermächtig ist, dass du sagst, das ist eine Spinnerei. Du wirst ewig sein, dann wirst du aber ewig Affe bleiben. Das ist das, wo dann im Hinduismus, in den Upanishaden, du wirst merken, dass ich so massiv in deiner Schöpfung, in Schriften, in heiligen Schriften, in Weisheitszeichen, ich sage immer wieder, meine Duftzeichen hinterlassen habe in Form von Sprache und arithmetischen Formen. Dieses Pi, dieses Gott, rot geschrieben habe ich hin, die zwei hatten T, das sind im Hebräischen 2,400, 2×400 ist 800. Das NP ist übrigens 800, das ist die Weisheit Gottes, Pi. Die Physiker nennen das die Ludolfsche Zahl. Da schreite ich meinen Udo schon wieder an. Du wirst irgendwann begreifen, dass ich wirklich der Schöpfer bin. Ich sage einmal ganz einfach, du lebst jetzt in einer Matrix, diese gigantische virtuelle Welt, offene Welt, die du bereisen kannst. Auf einem Kreuzfahrtschiff mit den Fliegern, das hyperrealistisch einfach nur vollkommen real erscheinende Informationen in dir auslöst. Ob du in den Dschungel, ob du nach China gehst, nach Südafrika gehst, egal was. Das ist die größte Simulation einer offenen Welt, die es überhaupt gibt, mit hundertprozentiger, dass hier nicht nur die Bilder in 3D auf der VR-Brille mit Gefühlerzeugung, mit Geruchserzeugung, mit allem, was dazugehört, die perfekte göttliche Simulation, dieses Programm habe ich geschrieben. Und dass das jetzt nicht der Gedanke des Pixelmännchen Udo ist, sollte dir klar sein.
Darum sage ich, du hast keine Vorstellung, wie unendlich klein ich mich zurzeit mache, dass ich als reiner Brösel, als Information in deinem roten Kopf auftauche. Und mit dem Udo hat es nichts zu tun. Ich reduziere das einmal, du kriegst ein Buch zu lesen, das ist Ich bin du. Das schauen wir uns dann ganz kurz einmal an, wenn du richtig hinschaust, wie das funktioniert. Alles, was das Buch dir mitteilt, das Buch ist nur insoweit wichtig, weil es dir mitteilt, aber was wichtig ist, ist die Mitteilung. In Ich bin, du heißt, ich bin ein Wegweiser. Der Wegweiser ist überhaupt nicht wichtig, denn es ist übrigens wurscht, ob du auf ihn hörst oder nicht. Es ist die Richtung, wo ich hindeute. Und die führt von außen, von dieser ausgedachten Figur wieder zurück hinein in dich. Zu dem, der du eigentlich immer bist. Der kannst du übrigens gar nicht werden. Der bist du auch, wenn du vergessen hast, wer du bist. Wir können jetzt wieder sagen, du denkst dich als ganz normalen Mensch, der jetzt da sich das anhört, der hier sitzt oder vor dem Computer sitzt, bei sich zu Hause. Ist übrigens sehr interessant, du kannst auch gleichzeitig an beiden Orten sein. Das ist dann der Fall, wenn du jetzt einer von den Bröseln sein solltest, die hier sind, und du schaust dir dann in der Zukunft das Video nochmal an, dann wirst du aber feststellen, ja, dann bin ich ja daheim. In Neustadt an der Weinstraße oder sonst wo. Oder in Leipzig. Oder in Chemnitz. Nee, das, was du dir ausdenkst, ist in dir drin. Und dieses Blindfeld ist dann auch in dir drin. Aber existieren tut immer nur im Wechsel das, was ist. Du kannst Blindfeld, Chemnitz, Blindfeld, Chemnitz. Aber wo kommt es her? Unten aus einer Datei, wo es gleichzeitig da ist. Wenn du einen Film anschaust, sollte dir klar sein, dass in dem Moment, wo du die Datei dir denkst, alle Bilder gleichzeitig da sind von einem Film. Die Einzelbilder. Jetzt. Und wenn du den anschaust, jedes Bild ist auf, taucht jetzt auf. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das Nachblabbern, weil man es nicht verstanden hat und du willst ja deine Geistesfunktion überzeugen, dann denkst du an was. Ich will nichts Ausgedachtes überzeugen. Ich kann doch nicht was Existierendes, das heißt was Vergängliches, erklären, dass es ewig ist. Das wäre ja Lüge, dann werde ich ja Lügner. Abgesehen davon versuche ich meinen Gedanken sowieso nichts zu erklären. Das, wenn ich immer so mache, ein tiefes Symbol. Schau. Ich schaue jetzt, ich denke mir zwei Hände aus und ich mache es so. Meinst du, ich habe das Bedürfnis, meinen Händen zu erklären, dass ich derjenige bin, der die Hände auf und zu macht? Also bitte versuche jetzt nicht, dem Pixelmännchen Udo zu erklären, dass du das gemacht hast, weil du träumst mich doch. Das muss man auf sich wirken lassen. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. So, wir waren jetzt bloß bei den Pi. Das wäre ja Thema, da schreibe ich dir aus dem Stegreif 2000 Seiten. Aus diesen kleinen Pi. Wenn ich es genau erkläre, das ist extrem komprimiert. Wenn du Geistesfunk, ein verstehender Geist geworden bist, wird deine Synthese mit Ich bin du, das ist der erste Band, die Erkenntnis sein, dass ein wirklichter Gott nicht existieren kann. Das erkläre ich die ganze Zeit. Was nicht heißt, dass es den nicht gibt. Kommen wir noch dazu. Verwerte ich diese Aussage, ich behaupte die ganze Zeit Gott zu sein und nur dies? Nein, jetzt hast du mal behauptet, dass ich du bin, aber ich erkläre dir, dass du Gott bist. Ich, jetzt mache ich zwei Ichs, das sind die zwei über dem E-Quadrat. Das ist der vom Bücherregal und das ist der mit der blauen Ich in das Buch reingesumpft ist. Das lasse ich jetzt so stehen, ihr wisst es. Und wenn du zu denen nicht gehören solltest, die schon so weit sind, dass es Wissen spitzt keine Rolle. Ich bin die göttliche Divinität. Ich bin alles und nichts. Das hat alles einen tiefen Sinn, das hast du auseinandergeschmissen in Raumzeit und das sind vier Spiegel. Das ist unser Tetraederspiegel. Für die, die einigermaßen folgen können. Das lateinische Exitus bedeutet herausgehen. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt Originalauszug aus Du bist ich. Da ist es nur schwarz-weiß. Diese farbliche Hervorhebungen habe ich jetzt in dem Schreiben gemacht. Und dies ist auch die eigentliche Wurzel des Wortes Existenz. Da ich alles bin, kann ich nicht selbst aus mir heraustreten. Ich müsste mich ja dann teilen und werde dadurch aber nicht mehr ganz einzigartig. Ich kann also logischerweise nicht existieren, ohne das Heilige an mir zu töten. Das heißt, das, was ich euch Geistesfunk, das heißt dir jetzt, zu erklären versuche, wird durch jedes Wort, das ich ausspreche, zerstört. Es geht nicht anders, weil du Basic arbeitest. Ich mache nur ein schöneres Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel wo bin, ich rede jetzt wieder normal raumzeitlich und dann sitze ich so da und dann denke ich mir, ist jetzt schön still. Das ist hochinteressant. Es war still, bis ich das gedacht habe, weil diese Gedanken ist jetzt schon still, sind ja schon Geräusche in meinem Kopf. Bist dabei?
Und jetzt ist es immer, wenn ich sage mit einer Welle, alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Das heißt, du kannst Stille gar nicht wahrnehmen. Was hast du eigentlich gehört, wenn du sagst, Mensch, da ist absolut still. Dann müsste ja nichts da sein. Aber nichts ist immer da, immer mehr da. Du bist immer. Und sobald du zum Denken anfängst, DN heißt Ur deiner Verbrechen, steh immer dran denken, man weiß es oder man weiß es nicht, wenn man es nicht weiß, wirst du es irgendwann nochmal lernen müssen. Und Ken ist das F-Fundament. Und das ist eine Facette, das F denkst du eine Facette. Und da ist auf Lateinisch die Welle, UN, eine aufgespannte Existenz, die jetzt geöffnete Schöpfung wird. Das heißt Welle. Und Ment, Mens, Mendio heißt, ich zeige dir das, gehe ich jetzt nicht rein, heißt etwas überlegen, Upola erweckt und Lügen verbreiten. Das ist das, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Känguru nach Australien denkst und Neandertaler in die Steinzeit denkst, was du dir natürlich nur denken kannst, weil man dir das erzählt hat. Jetzt schau mal, wie viele Menschen denkst du dir jetzt aus, wo du sagst, es weiß doch jedes Kind, dass in Australien Kängurus gibt, dass in der Steinzeit Neandertaler waren und dass jetzt in Paris ein Eiffelturm steht. Das weiß doch jedes Kind. Ja, die Kisten, die kleinen Kinderkisten, die du dir jetzt ausdenkst, in den Köpfen ist das drin, was du dir in die Kisten hineindenkst. Die ist gar nicht bewusst, wenn du sagst, die Menschen sind ja so schlecht geworden, dass die sich die jetzt gar nicht raussuchen können, dass so schlechte Menschen von dir ausgedacht waren. Was ist die Ursache beim Computer, dass die Bilder so sind, wie sie sind? Das Programm. Das Programm ist dein Glaube. Das ist aber nicht dein Glaube. Dein Intellekt ist nicht dein Intellekt, weil wenn ich dich als Baby anders gefüttert hätte mit anderen intellektuellen Weisheiten, würdest du dir komplett andere Welt ausdenken. Du wirst aber nicht glauben, dass du dir rausgesucht hast, ob du jetzt definitiv ein Christ, ein Moslem, ein Zeuge Jehovas, egal was du bist, oder ein totaler Atheist bist, du hast dir überhaupt nichts rausgesucht. Du wirst es hinnehmen müssen, du bist ein träumender Geist, du suchst dir nicht raus, was du träumst. Wenn ich jetzt sage, du träumst, sollte dir eins klar machen. Das ist einer von Holofeeling, dieser einfachen Sätze. Du kannst nur den Geist wach machen, der träumt. Aber niemals irgendeine Figur, eine momentane Erscheinung in dem Kopf von dem träumenden Geist. Das nächste ist das, bitte, das muss hundertprozentig setzen. Nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Deine Welt, deinen Traum erlebst bloß du. Nicht der, der vom Computer sitzt. Der ist was Geträumtes. Und alles, was du denkst, wird so sein, wie du es glaubst. Wenn du dann siehst, der hat Schmerzen. Die Augen, die du dir ausdenkst, die können nicht sehen. Das Gehirn kann so viel denken. Das kannst du alles in Holofeeling nachlesen. Es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Selbst der Brüssel, oder den du dir jetzt ausdenkst, dieser Dilettant, ist dann ein Dilettant, wenn du dir das denkst. Und wenn du dir denkst, das ist der wiedergeborene Christus, dann bin ich das. Ich sage, nein, ich bin der Gedanke von dir. Das ist das, was ich dir sage, als Udo, in deinem Traum. Du bist Gott, du bist der neue Messias, du bist der Einzige, der deine Traumwelt retten kann. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, wenn du die Gedanken hier mitgehst, gibt es da nichts dran zu diskutieren. Und als Brösel und der Brösel, bin ich irgendwas Besonderes? Esther, schau, sie grinst, die Kleine mit 14. Die kennt mich jetzt schon schon bevor sie auf der Welt war. Weil das nämlich auch, die kennt mich besser wie ihr, weil die nämlich hier ganz klar, immer wieder, Esther ist ein Buch in der Bibel. Wenn du das hast, bist du eh einen Schritt weiter. Esther, das Buch Esther, das hebräische Wort Esther heißt, in der ich mich versteckt habe. Dein Papa hat ja das bestimmt schon ein paar Mal gesagt. Und glaub ja nicht, dass er sich das rausgesucht hat, dass er dir den Namen gibt. Weil als träumender Geist, was du magst, bestimmt der dich träumen lässt. Und da hängt dann dazwischen der Maler. Ein Pinsel malt ein Bild, alles was der Pinsel malt, kann sich nicht raussuchen, dass gemalt wird. Dürfte doch klar sein. Ein träumender Geist träumt. Also wenn ich das einmal check, sollte mir klar sein, dass wenn ich jetzt nimm nur die Metapher an, wenn du dich da noch hattest, diesen Gedankengängen zu folgen. Wenn ein träumender Geist träumt, ist doch alles, was er träumt, so wie er es träumt. Wie geistlos ist dieser träumende Geist eigentlich, aber darum träumt er ja, weil er sein Bewusstsein verloren hat. Dass er den Sachen, die er sich ausdenkt, vorwirft, dass sie so sind, wie er sie sich ausdenkt. Wenn du jetzt Geist bist, musst du stutzen. Da musst du sagen, ey, das ist anders, was der sagt. Das sind übrigens all die Spinner, die Holofeeling machen. Die haben nach ein paar Zeilen, sagen denen, das ist Teufelszeug, das drucke ich nicht, sondern die sagen, oh, das ist total anders. Das ist komplett anders. Und das ist ein Zeichen, dass hinter der Person, hinter der Affenmaske, ein Hauch, das nämlich Geistesfunk vom göttlichen Bewusstsein sitzt.
von mir, eine kleine Facette von mir. Und die hole ich heim, das sind meine Schäfchen. Und jetzt beobachte dich in deinem Alltag momentan noch mit deinem Programm, wo du rumkotzt über Sachen, die gar nicht wären, wenn du jetzt das nicht denken würdest. Als Brösel Udo jetzt, mache ich wieder normal gesprochen, ich sage dann immer ganz einfach, wenn du dann ich bist, jetzt rot, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass es so ist oder dass es so ist, wie ich mir das denke. Bist du schon ich? Meine Bücher beginnen mit Ich bin du. Ich bin du meine ich nicht, ich bin du Trockennasenaffen, der du jetzt das Buch liest, sondern ich bin du, ich bin der Geist, der sich das alles ausdenkt. Das ist der Unterschied zwischen JCH und ICH. Und da ich mir ja viele verschiedene Leben ausdenke und die dir zurzeit nur das Aktuelle ausdenkst, symbolisiere ich das mit dem Bücherregal. JCH steht vor dem Bücherregal, dein Leben habe ich schon durchlebt. Und sobald ich ein Buch in die Hand nehme, läuft ein spezielles Leben, dann werde ich zu einem Geistesfunk, das ist aber kein anderer Geistes wie ich. Es gibt bloß, du kriegst dann viele Facetten, so wird es dargestellt. In diesem Moment bin ich als Udo nur ein Spiegel, der deinen derzeitigen Charakter reflektiert. Und da mache ich jetzt hier in den Bildern ganz, ganz kurz, wo ich reinspringe. Moment, das ist nicht mein Computer, muss ich dazu sagen, da muss ich jetzt da suchen. Schau, das ist jetzt dieser Gematrie-Explorer, wenn man tiefer reingeht, ist sehr wichtig, was hier, ich zeige dir jetzt nur mal, wie das funktioniert, dieses Einspiegel, ich hätte jetzt Einspiegel schreiben können, du benutzt das Wort, das ist ein Spiegel, das ist ein Stuhl, das ist ein Tisch, das ist ein Udo, den du dir jetzt ausdenkst, genau genommen eigentlich ein Monitor, hängt wieder davon ab, wer du zu sein glaubst, weil wir Menschen träumen darum, jeder einen anderen Traum, und jetzt gebe ich hier, wir schreiben hier ein, jetzt mache ich wieder das Spiel, ich gebe mal hier, das ist das hebräische A, ich mag es mal für einen, der das noch nie gehört hat, das ist das hebräische I und das ist das hebräische N. Ich habe jetzt A, I, N geschrieben, das heißt 1. Schauen wir mal, ob da das Internet läuft. Passt? Nichts. Ein Nicht-Vorhanden-Sein, Nicht-Existieren. Ich bin als Udo nur ein Spiegel, jetzt bin ich natürlich was, aber das große Problem, wenn ich bin du sag, schau mal, stell dir mal vor, du stehst vorm Spiegel. Und dann schaust du und dann siehst du dich ja. Das ist zumindest, was du zu sein glaubst. Der, der schaut, ist weder die Figur vorm Spiegel noch hinterm Spiegel. Was du dabei vollkommen vergisst, ist der Spiegel. Und wenn du jetzt ein bisschen denkst, jetzt musst du komplett spiegeln. Ich schaue in den Spiegel rein, ich sehe mich. Ich bin weder das noch das. Das sind Ichs, ausgedachte Ichs, das sind ja Informationen. Und wenn ich mir jetzt bewusst den Spiegel bewusst mache, dann ist mir zuerst einmal, dass der, der hinterm Spiegel ist, eigentlich genau genommen in dem Spiegel ist, der für mich normal gar nicht existiert, außer da sind Flecken drauf. Und das heißt auf Hebräisch Rei. Das heißt auf Hebräisch, das hebräische Wort für Spiegel ist Rei. Das ist übrigens dann wieder der Kopf des Schöpfergottes ist. Das kann man da unten nachlesen. Das ist nicht willkürlich, das ist, da gehen wir dann auf die Zahlenebene. Das heißt, ich bin ein Spiegel, ich bin der Kopf des Schöpfergottes, in dem sich alles abspielt. Schon wieder interessant. Jetzt weiß ich ja, das wird ja mit AB geschrieben und nicht mit UB geschrieben. Ja, aber AB ist seltsamerweise erst auf Hebräisch Vater. Ich bin dein Vater, Luke. Und du lebst in der Lüge. Das hole ich zurück. So, ich bin im Moment nur ein Spiegel, der deinen derzeitigen Charakter reflektiert. Und jetzt schau dir mal, der Originaltext in Du bist ich. Das Großgeschriebene habe ich hinzugefügt. Das sieht ein rechthaberischer Robert im Udo-Spiegel. Wenn du hinter diesen Zahlen, du liest das Buch, und jetzt, das kann ich jetzt nicht darstellen, wenn man die Bücher liest, die ersten Bände sind Selbstgespräche, und es beginnt, ich bin nur ein Buch. Wer spricht jetzt eigentlich in dir, wenn du liest? Jetzt lese ich es dir ja vor. Dann wirst du feststellen, du hörst jetzt eine Stimme in deinem Kopf. Kommt dir die Stimme Gedanken vor? Kommt dir die bekannt vor? Das bin ja ich, ist ja meine Stimme, wenn ich denke. Also zumindest die Stimme von dem, der ich zu sein glaube. Es ist eine absolute Beschreibung von dem, was hundertprozentig sicher ist in dem Moment, wo du liest. Hast du es mitgekriegt? Du hast ja jetzt angefangen, Ich bin du, glaube ich, zu lesen. Ist verrückt, ne? Man muss nur die Gedankengänge mitgehen und sagt, nee, das ist irgendwie anders.
Es wird nur immer erklärt, was jetzt ist, dass dir das bewusst wird, weil du so in einer Interpretation und Filterblase hängst von Interpretationen, dass du nicht mehr in der Lage bist, das zu erkennen, was ist. Wenn du eine Zeitung liest zum Beispiel, wenn du Fernsehen schaust, dann siehst du ein Fußballspiel, dann siehst du einen Ball hin und her rauschen, du siehst Fußballer. Es ist dann, wenn du was, ich weiß, es ist in der Vergangenheit, es passiert jetzt im Bayernstadion, Allianzstadion in München. Das sind alles Konstrukte. Du verstreust Interpretationen von dir um dich rum in Raum und Zeit, die trotzdem bloß deine Informationen sind. Das ist hundertprozentig sicher. Gut, also wenn du hinter diesen Zahlen einen arroganten Besserwisser vermutest, so bist du selbst ein arroganter Besserwisser. Bist du derjenige, der dazu neigt, andere Menschen verbal anzugreifen. Wenn du dich intellektuell herausgefordert fühlst, bist du derjenige, der andere versucht, intellektuell herauszufordern, um sich laufend selbst zu beweisen? Wenn du das Empfinden hast, ich wollte immer Recht haben und glaube, im Besitz der apodiktischen Wahrheit zu sein, bist du derjenige, der dem Fehlglauben anhaftet, seine Wahrheit sei die einzige richtige Wahrheit? Muss ich da nochmal genau drauf eingehen? Es gibt eine apodiktische Wahrheit, das ist Holofeeling. Und nicht der von dir ausgedachte Udo besitzt es, du besitzt die. Du besitzt die und ich bin jetzt hier als Udo in deinen Traum in Erscheinung getreten, um dir zu erklären, dass alles, was ich dir als Udo jetzt erkläre, als dieses Pixelmännchen, als Lautsprecher, dass das dein eigenes, ureigenstes Wissen ist. Und das Wissen, das du zurzeit zum Denken benutzt, das ist nur eine winzige Facette von dem ganzen Wissen, das in dir drin ist. Das ist ungefähr so, ich sage mal wieder, du bist der Computer, du hast deinen Internetzugang. Das heißt, in dem Moment, wo dich was interessiert, taucht dir in dir was auf. Du träumst. Aber das, was du ständig aus dir hervorholst, ist ein Nichts im Vergleich, was du hervorholen könntest. Bleiben wir mal im klassischen Beispiel des Internets. Du weißt, dass das Internet aus einer Unmenge von Internetseiten besteht. Weißt du, wie viel Promille von Promille von Promille diese Internetseiten du ständig ansteuerst? Immer wieder dieselben Seiten. Wenn du ein Verschwörungstheoretiker bist, bist du auf deine Verschwörungstheoretiker-Seiten. Wenn du Christ bist, bist du auf Christenseiten. Was ist da am Computer? Pornhub, alles klar, Holger? Bist auf diesen Seiten, egal was es ist. Du hast deine Interesse. Du hast ein gewisses Interesse. Das ist doch chinesische Seiten. Die könntest du alle anstrahlen. Die sind natürlich aber begrenzt. Russische Seiten, israelische Seiten, französische Seiten, englische Seiten, amerikanische Seiten. Das ist ja schon die Tatsache wieder mit unseren Chats, mit der Kiste. Wenn ich jetzt nur YouTube www.youtube.com eingib, dann geht der Internetseite auf. Aber die Internetseite, die du jetzt siehst, es ist ein Ordner. YouTube, der Begriff YouTube ist ein Ordner. Und die Internetseite, die jetzt aufgeht, ist bloß die Startseite. Von Millionen von einzelnen Videos, die da drin sind. Und diese eine Seite YouTube besteht aus vielen Einzelfassen. Und sobald du jetzt eins dieser Videos anklickst, ist in dem Moment im Hier und Jetzt, wir sagen mal, das ist ein 4-Stunden-Film, eine Dokumentation, ist im Jetzt nur ein einziges Bild von Tausenden und Abertausenden von Einzelbildern, die in dieser Datei drin sind, die du jetzt abspitzt. Und jetzt wird dir irgendwann bewusst, dass das, was du ständig in deinem Wechsel so sehen kriegst, ein absolutes Nichts von einem unendlich großen Ganzen ist. Das genau genommen, wenn es unendlich groß ist, wieder nichts ist. Weil das Nichts und Alles, haben wir doch festgestellt, ist dasselbe. Und was denkst du, wenn du an nichts denkst, dann was denkst du, wenn du an alles denkst? Also gut. Drum ist dein Wissen, das Wissen jedes Menschen der Welt, den du dir ausdenkst, der Charakter eines jeden Menschen der Welt, den du dir ausdenkst, ist dein Wissen, weil du in dir denkst und du bestimmst, was der weiß oder wie er ist. Und aus was machst du das? Aus Worten. So, jetzt mache ich das Beispiel, wo ich in Selbstgesprächen, ich sage wieder sehr, sehr oft wiederholt, geh den Gedankengang mit, ich gebe dir jetzt einen Zettel oder es liegt dir irgendwann ein Zettel vor, wo einfach nur Namen von Menschen draufstehen. Immer dran denken, du denkst bei Menschen, sagst du mal einen Trockennasenaffen. Und da steht jetzt Merkel, Putin, Trump, Einstein, Sokrates und so weiter und so weiter. Wir bleiben mal bei modernen Politikern und du wirst jetzt feststellen, du liest den Namen und dieser Name ist wie der Name eines Ordners in einem Computer. Und da sind jetzt Daten abgelegt. Und ich gehe mal davon aus, dass du noch niemals in irgendeiner Form persönlich zu tun gehabt hast mit dem Trump. Du hast noch niemals persönlich zu tun gehabt mit der Merkel, mit dem Seehofer, mit dem Lindner, mit dem Putin, egal was.
Aber interessant ist, wenn du dich beobachtest, wie du hundertprozentig sicher weißt, was das für Menschen sind. Jetzt ist aber eigenartig, dass ich die anderen Menschen wieder bringe, die genau das gegenteilige Meinung von denen haben. Die Fans sind. Bei Udo Petschi ist es doch nicht anders. Bist du der arrogante Mensch? Und ich kann dir jetzt gleich sagen, die, die über mich herziehen, haben mit mir noch nie was zu tun gehabt, die leben in Vorurteile, die sie selber konstruieren. Gut, ich muss jetzt nicht unbedingt, jetzt sage ich immer wieder die Physiognomie, ich muss jetzt nicht unbedingt wieder auf den Tram eingehen, dass also wirklich jeder Depp sich, dass das ein Depp ist. Wo es aber kritisch ist, und jetzt mache ich einen kleinen Sprung für die kleine Gruppe, die ich mir jetzt bewusst ausdenke, die das sowieso nicht versteht, die Deppen, aber der, der mich ausdenkt, kann es verstehen. Gestern hatten wir doch Besuch vom Riad. Das ist also, der arbeitet beim Jubilee Becker, das ist ein Syrer, der hat das auch gelesen und sofort resoniert, das ist der Wahnsinn, das ist ja vollkommen neu. Und mit dem habe ich ja dann ein bisschen immer gesprochen, eigentlich am Zug gehört. Der war dann zuerst einmal schon total herzenweggeflasht, was ich alles vom Koran weiß. Ich sage, ich habe ihn geschrien. Nicht nur den. Ich ist natürlich jetzt nicht wieder der Udo, aber das kriegst du dann automatisch mit. Aber was jetzt hier war, dass ich sage, Ria, du hast eine ganz persönliche Vergangenheit. Deine persönliche Vergangenheit ist dein Schwamminhalt. Und ich will jetzt da gar nicht wissen, was in dir drin ist auf dieser Udo-Ebene, sondern was jetzt wichtig ist, das ist diese Vielfalt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das ist wie mit Hitler. Wenn du ältere Menschen siehst, hast du zwei verschiedene Vergangenheitsbilder. Das ist nach wie vor, man sagt jetzt für die ewig Gestrigen, ist das hier der größte gewesen, der missachtet wurde? Es gibt auch in Amerika unheimlich viele. Der amerikanische Präsident ist ja nicht Präsident geworden, weil den alle hassen, weil alle in der Lage sind zu sehen, dass das schon von der Physiognomie ein Volldepp ist. Sondern beim Assad, da gibt es ja welche, die sagen, das ist ein Monster, und die anderen sagen, das ist ein Heiliger. Solche Syrer und solche gehen ins Internet. Jetzt kommen wir zu der Thema. Egal welche Internetseite du mir zeigst als Beweis, egal welches Buch du mir bringst, ich werde dir beweisen, hundertprozentig sicher, dass ich dir 1000 andere Internetseiten oder Bücher zeige, wo zu dem Thema, wo du die eine Seite, der Henkel ist rechts, wo Bücher sind, zur selben Tasse, die behaupten, der Henkel ist links oder der ist in der Mitte. Jetzt komme ich zum Assad. Und wir reden von Gedanken. Die Gedanken sind für mich nicht wichtig. Mich zählt der Geist, der mir zuhört. Das, was ich jetzt als Brüssel-Udo-Programm, ich mache mich jetzt nochmal zu einem ganz normalen Menschen, was ich jetzt in dem Traum ja auch bin und darstelle, was ich sehe, und das zum Beispiel, wenn man sehen kann, die Physiognomie, wie innen so außen, es ist eben einfach so. Kann auch sehr trügerisch sein in Übergangsphasen. Was ich an dem Assad sehe, diese 3-4 Interviews, die er mit westlichen Journalisten gegeben hat, er müsste zu Punkt A ein überperfekter Schauspieler sein. Es ist ein von der ganzen Ausstrahlung, auch was ich zu dir immer sage, Johannes, der hat eine aristokratische Ausstrahlung, der Mann. Dann sitzt er mit seiner Frau da und dann gibt er ein Interview und du merkst an der ganzen Physiognomie, wie entsetzt er ist. Ich verweise wieder Ahmadine Ashad damals, wie er heißt hier, Iran, dasselbe in Grün, das Interview mit dem Kleber. Es sind ja nur Pixelmännchen, mir ist das jeden Moment bewusst jetzt. Ich sage mal, ich bin jetzt zerbröselt mit ein bisschen einem Hauch vom Bewusstsein. Das so entsetzt, ich war bei Manredo, wie er das Interview gehört hat, er sagt, ich fange förmlich jetzt auch, man beobachtet sich ja, wie man reagiert. Mit dem ZDF-Interview, dass so viel Liebe wurde ausstrahlt, der hat versucht und immer wieder nachbohren. Das sind so viele Videos, wenn du siehst, dass Leute von einer Sekunde mit ihm ausgedachte Menschen von dir, die dir sehr sympathisch waren, von einer Sekunde auf die andere absolut in die Negativität reinspringen können. Mir fällt jetzt komplett, Gott, ich kann mir als Udo nichts mehr merken. Die Habermann, oder wie heißt sie? Die Herrmann, Eva Herrmann? Eva Herrmann, diese Eklat mit, wie hat der Moderator geheißen? Der Kanner. Ein unendlich primitiver Mensch. Ein unendlich. Und ich gebe dir hier die Möglichkeit zu widerrufen. Hast du das absichtlich? Und die Frau mit einer unendlichen Disziplin steht die bewundernswert da und lässt es über sich ergehen. Und dann plötzlich hier meine Senda Berger, wo drin war, wo du merkst, die war von dem Moment, war die durch und da kann er auch. Das war wie in einer Nazi-Verhandlung und du kannst wieder rufen. Für was? Die hat nichts gemacht. Es ist so die Krankheit der angeblichen Gutmenschen. Es ist Sodom und Gomorra. Hier jetzt mit Negerküsse, mit Name, mit Schwarzer, mit Nazi. Diese unendliche Entheiligung meiner Heiligkeit durch Einseitigkeit. Das vollkommen heilige Ganze besteht aus allen Einzelteilen, die du dir ausdenkst. Was ist denn böse dran, wenn ich immer wieder sage, ihr macht die Worte einseitig böse? Ein Nazi, das Wort Nazi heißt Nation.
Und es ist doch wurscht jetzt in deiner Rolle, die du spielst, ob du ein das Geburt, die Nation, ob ich ein stolzer Grieche bin oder ein stolzer Türke bin oder ein stolzer Franzose oder Deutscher bin, ausgedachterweise, jeder darf stolz sein auf seine Nation, wo er geboren wurde, jetzt als Brösel. Wobei dann mit Holofilling das sowieso alles vom Tisch ist, weil dann sind es eh bloß noch Figuren in einem Traum. Das ist die wirkliche Verwandlung, die passiert. Du musst die Matrix verlassen, wenn du ein Trockenhausnaffe werden willst. Und da ist diese klassischen Beispiele, die Welt sind symbolische Bilder, das sind Bilder, wo du im Hintergrund, wenn du Holofilling verstanden hast, mit einem gewissen Ansatz, es sind mittlerweile einige, jetzt rede ich normal raumzeitig, die seit 15, 20 Jahren, 25 Jahren intensiv Holofilling studieren. Wenn die durchlaufen, ja mal Dauergrenzen in der Welt, müsst jetzt meine Ritter mal sehen, die sagen, ich kenne die ganze Welt am Arm, egal was ist. Da wird ein Kind hochgefahren und du sagst, lächeln, Gott sei Dank, der hat's geschafft, der muss die Scheiße halt nicht durchleben, der kommt sofort auf die höhere Ebene. Klingt unheimlich herzlos. Und es ist dann, wenn du noch weitergehst, wenn du ich bist, läuft der wie in der Matrix nur Zahlen runter. Du siehst nur, das Bild ist im Hintergrund eine reine Tortenstruktur. Gleich. Geh gleich, lass uns das. Das sind nur ein paar Sätze, ich mach's kurz, okay? Wenn du glaubst, ich möchte dich von irgendetwas überzeugen, bist du derjenige, der andere überzeugen will. Jetzt wohlgemerkt, was siehst du im Spiegel? Ich will überhaupt keinen Gedanken von mir was überzeugen, weil jeder Gedanke, den ich denke, der ist genauso, wie ich ihn denke. Auch der, der jetzt vom Computer sitzt. Ich bin jetzt als Pixelmännchen in dir aufgetaucht, um dir zu sagen, dass du das nicht bist, sondern du bist der, der sich jetzt das ausdenkt. Du denkst jetzt den Udo aus. Der Udo ist nicht das Pixelmännchen auf dem Monitor. Das ist hundertprozentig sicher. Das, was du jetzt hörst, ist nicht dieser Lautsprecher, der übrigens die ganze Zeit nicht da war. Das ist das große Problem des Materialismus. Die Theorien ist Geschwätz vom Zweiten. Die setzen Axiome, etwas hundertprozentig Sicheres voraus, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Dann sagst du, ja, ich kann dir das Gehäuse jetzt aufschrauben, dann sehe ich doch den Lautsprecher. Das bezweifle ich auch nicht. Du kannst ja auch dich jetzt in deinem Gedanken in ein Auto setzen, nach Paris fahren und dann wirst du den Eiffelturm sehen. Weil alles, was dein Glaube dir suggeriert, der Glaube ist die Beschwörungskunst, nochmal AOB, alles, was der dir suggeriert, dass da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst, kannst du realisieren, was definitiv heißt, in einem Traum auf die VR-Brille holt. Den sind aber trotzdem, da gibt es kein Außen. Dann hast du ein vollkommen reales Bild. Und er sagt jetzt, ich soll aufhören, bevor wir da weitermachen. Wir haben es gleich. Was siehst du Geistesfunk als Petra im Udo-Spiegel? Das ist jetzt die ich mir ausdenke, die den Brief geschrieben hat. Wenn du intuitiv die unendliche und zeitlose Weisheit in den von mir verwendeten Metaphern verspürst, bist du auch derjenige, in dem meine zeitlosen Weisheiten hinter den dominanten Dogmen hervorscheinen. Habe Vertrauen, die Sonne wird deine Paradigmennebel auflösen. Wenn du intuitiv die Liebe verspürst, die zwischen den über, unter und in diesen Zahlen gegenüber dem und allem befindet, bist du es, dem langsam bewusst wird, dass es selbst diese Liebe in sich trägt, fange nun an, auch sie auch zu leben, diese Liebe, die du bist. Und eine rote Liebe ist allumfassend. Eine blaue Liebe sagt, das liebe ich, und dann fällt so viel weg, was du nicht liebst. Die blaue Liebe ist das Gegenteil vom Hass. Aber wenn du was liebst, ist es immer eine Selektion aus vielen Möglichkeiten. Und die rote Liebe ist allumfassend. Ich könnte die ganze Welt umarmen, die du letztendlich selbst bist, wenn du immer bist. Ich, jetzt kommt es. Ich, die Stimme, der du in diesem Moment zuhörst, dass ja deine Stimme ist, wenn du das liest, wenn du das Buch liest, bin doch nur deine eigenen Gedanken und Gefühle. Ich bin nur du. Du bist derjenige von uns beiden, der Einzige, der in diesem Augenblick denkt. Meinst du, der Gedanke, Udo, den du dir ausdenkst, kann selber denken? Es wird so sein, was du dir in die Kiste reinlegst. Wenn du mich ablehnst, lehnst du dich nur selbst ab und arbeitest damit an deinem eigenen Untergang. Das ist, dann gehst du über den Jordan. Das sogenannte gelobte Land ist eine Riesenfalle, weil du die Welt der Spiegelungen in deiner Welt, in der eigentlichen Konstruktprogramm nicht verstanden hast. Weil schon das Wort geloben, das beginnt mit GL, Gal heißt Welle auf Hebräisch, GL, und O, Ben, ist eine polare Existenz. Das ist die Welt einer Gedankenwelt. Das hast du irgendwann nochmal begriffen, wenn du weißt, dass du immer bist. Und wenn das jetzt unheimlich wirr für dich ist, was du feststellen, wenn du die Grundlagen kennst, ist es nochmal wirr. Es ist ja auch vor uns
Älteren ausgesehen für die Esther unheimlich wirr, wenn du nicht lesen und schreiben kannst und die hält dir irgendein Buch hin. Und jetzt könntest du reinschlupfen, weil das Welten in dir aufbaut, sobald das sind wieder dein. Jedes Buch, jeder Roman ist wie ein DVD und das System, das ich in einen Computer reinhaue und dann läuft ein Film. Aber die Ursache ist nicht deine Welt da außen. Die kommt immer aus dir selbst. Okay, nochmal, wenn du mich ablehnst, lehnst du dich nur selbst ab, weil ich behaupte, ich bin du und arbeitest an deinen eigenen Untergang. Das heißt, du schläfst weiter. Die einzige Hölle, die es gibt, oder die Hölle beginnt, wenn du anfängst, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Das ist also der Satz aus Solofilm. Sobald du Geist, du ewiger Geist, dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, katapultierst du dich automatisch in eine Traumwelt, die natürlich auch ein Himmelreich darstellen kann, aber da haben wir jetzt das Problem des zeitlichen Denkens, auf hell kommt dunkel, auf einatmen kommt ausatmen, was aber immer alles gleichzeitig ist. Du sägst am Ast, auf dem du selbst sitzt, ich, in Klammer dein Gott, kann als der Zweifel zwangsläufig nur in dir in Erscheinung treten, wenn ich mich nicht selbst verlassen, das was nicht existieren will. Das ich jetzt mache, wenn ich wiederkomme, tauche ich in dir auf. Aber bloß als ein vergänglicher Gedanke. Aber ich sage zu dir, ich bin du, ich bin der Denker. Der Denker ist nicht vergänglich. Der hat keinen Anfang und kein Ende. Wann hast du, Lutz, zum Denken angefangen? Doch, jetzt. Das ist jetzt dein Programm, zwing dir das auf. Es ist die einen, die sagen, ja, ich bin jetzt 40, so vor 38 Jahren, 39 Jahren. Ist doch logisch, aber nicht besonders geistreich. Er sagt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wenn mich einer fragt, was ist das für eine dumme Frage, kann er bloß jetzt denken. Die Antworten sind immer sehr, sehr einfach. In diesem Augenblick existiere ich also nicht, sondern ich bin du. Da du dazu neigst, alle Erscheinungen in den Stempel deiner begrenzten Wahrnehmungsinterpretationen aufzudrücken, bin ich, wie auch alle deine anderen Erscheinungen, nur das, was du glauben willst. Dilettant Betscher zum Beispiel oder der Jesus, der Wiedergeborene. Ich will mich nicht dagegen wehren, mir ist das eine, was du von mir denkst und wie das andere geht mir total am Arsch vorbei als Mensch. Oder besser, was dir deine dogmatische Logik, in Klammer die von dir geschiedene Frau, zuteilt und gnädig glauben lässt. Lausche in dich, wer ist der Sprecher, dem du die ganze Zeit zuhörst? Jetzt sage ich, das geht natürlich nur, wenn du das Buch liest, weil jetzt hörst du natürlich einen Lautsprecher zu. Du hörst dir die ganze Zeit auch nur selbst zu, du Narr. Du bist der Einzige, der in deinem Dasein existiert. Du bist der Projektor der von dir wahrgenommenen Welt und deine Dogmen und Paradigmen sind die Formen und Strukturen des projizierten Dirs. Das Ganze nahm seinen Anfang darin, weil du dich in einen Sprecher und einen Hörer geurteilt hast, der die Aussagen des Sprechers beurteilt. Schon die etymologische Zusammensetzung des Wortes geurteilt stellt einen Oxymoron dar, da das Präfix ge aus einer alten Präposition zusammen mit entstanden ist. Das können wir jetzt nochmal machen. Zitat Ende. Jetzt schreibe ich noch im Anhang, findest du dein Schreiben mit geistreichem Kommentar. Ich werde dazu in einem der nächsten Updates genauer eingehen. Das ist dieses Update. Und jetzt machen wir Pause.